kommen die nicht weiter. Egal, ob die uns schaden können oder uns bedrohen, am Ende des Tages bleibt es Fakt, die Wahrheit. Die Wahrheit kannst du nicht wegstreichen. Ja. Ne? Deswegen, guck mal, die haben die Apostel auch umgebracht. Ja? Genau. Und was ist daraus geworden? Das Evangelium besteht immer noch. Die können so gar nichts machen. Die können höchstens nicht mal eine Katze können sie drehen. Nix. Das ist der Wahnsinn. So, hört auf, gottlos die Bibel anzugreifen, sondern kommt hoch und verteidigt eure eigene Quellen. Verteidigt eure eigene Quellen. Ihr habt ja gar keine Ahnung von der Bibel, zu wem Jesus redet, wieso er so redet, weil er nicht sagt, ich bin Gott in diesen drei Wörtern. Kommt hoch. So. Und wir haben hier noch Nashil Haq. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Gibst du mir nicht den Frieden? Ich weiß nicht. Ich bin Christ, Bruder. Ich bin Dauer. Du bist Christ? Ich bin Dauer, ja. Ach so. Bruder. Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Gott sei Dank, Bruder. Okay. Hast du eine Frage oder so, Bruder? Weil wir holen eigentlich nur Muslime hoch, weißt du? Achso, alles gerade. Gut, Bruder. Achso. Alles gut. Ich hab aber nur eine kurze Frage, ja? Ja. Weil ich verstehe den Vers nicht. Guck mal, es gibt ja einen Vers in Johannes, wo Jesus gesagt hat, dass keiner ist in den Himmel herabgefahren. Achso, ich kann das erklären, ja. Ja, ganz kurz, aber ich möchte euch einen anderen Vers erklären. Wo steht das? Da war... Warte. Markus 13, 32 können wir auch gleich schnell machen. Für die Christen, es gucken ja viele Christen zu. Und deswegen machen wir das schnell. Aber dann können die Muslime wieder hoch, wenn die eine Anfrage schicken. Ja? Bruder, und da war so ein Vers, das Henoch, der ist in den Himmel gefahren. Genau, das stimmt. Soll ich dir erklären, was Jesus hier tut? Ja, Bruder. Guck mal, Jesus spricht hinsichtlich einer Prophezeiung über den Menschensohn. Das heißt, er steht vor denen und sagt, was passieren wird. Weil wenn er sagt, der Menschensohn, dann spricht er über sein zweiten Kommen des Messias. Weil es steht geschrieben in Johannes 3, 17 sogar noch, oder ja, genau. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Bedeutet, Jesus kam hier auf dieser Welt, um zu retten, nicht um zu richten. Aber wenn Jesus sagt, der Menschensohn, dann meint er den Richter Messias, der zweiten Kommen des Messias, welche er auch selber ist. So, und dann müssen wir den Vers durchlesen. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Das bedeutet, keiner ist von den Toten aufgestanden, in den Himmel hinauf und kommt wieder zurück zu richten. Nämlich dieses Dem, das personifiziert sich nicht in den Himmel hinaufgestiegen, sondern dieses Dem bezieht sich auf den Menschensohn. Dieser Vers sagt einfach aus, dass dieser Menschensohn eine besondere Rolle hat. Korrekt, also es gibt niemanden, der vom Himmel quasi herabkommt. Weder Ilia, weder sonst was, die wurden entrückt. Aber was der hier meint, ist, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Und er wird auch quasi im Himmel auch wieder entrückt werden. Und das ist es. Das heißt, so wie er gekommen ist, so wird er auch wieder erscheinen. Er ist vom Himmel herabgekommen, er ist aufgefahren, er wird wiederkommen, um zu richten und wird als gerechter Richter wieder im Himmel wieder emporgehoben. Genau. Immer wenn er sagt Menschensohn, dann meint er sein zweites Kommen. Dann meint er nicht, was jetzt passiert, sondern gerade ist er nicht der Menschensohn, sondern er wird der Menschensohn, wenn er richtet. Genau wie Isa. Die Muslime sagen immer wieder, ja, wenn Isa wiederkommt, also Isa sagen, Jesus starb nicht am Kreuz, Isa ist im Pogrom, alles klar, Tamam. Okay. Isa kommt wieder, um zu richten. Da sind sie einverstanden. Korrekt. Okay. Der wird das Kreuz brechen und so weiter. Dann wird Allah ihn sterben lassen. Warum lässt er das? Ich dachte, ein Prophet kann gar nicht sterben. Allah würde doch seinen Propheten doch vor der Ermordung doch schützen. Aber anscheinend nicht. Allah lässt ihn sterben. Damit haben sie keine Probleme, aber dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, haben sie ein Problem. Aber damit haben die gar kein Problem. Das heißt, Isa will Dschihad machen. Mashallah. Das heißt, Isa wird tatsächlich die Juden und Christen hinraffen und dann wird er quasi sterben.
Was ist das für eine Aussage? Warum soll Isa, der sein eigenen Volk, der sein Israelite, sein eigenes Volk abschlachten? Gibt es sowas? Natürlich nicht. Ein Drittel der Juden werden gerettet werden und die anderen werden weggetan werden, so wie definitiv auch die Muslime. Isa kommt nicht nur, um das Kreuz zu brechen oder das Schwein. Er kommt für die gesamte Menschheit und jeder, der ihn ablehnt, vor allem die Muslime, die werden ihre bittere Ende bekommen. Die werden das ernten, was sie sehen. Richtig. Okay, dein Bruder, hast du verstanden? Ja, Bruder, danke schön, ja. Kein Problem, ja. Ciao. Und ich habe noch eine Frage. Ja? Bruder, ich frage dich jetzt mal ernsthaft, okay? Wer entscheidet bei dem Islam, wer im Himmel kommt und wer nicht? Ist die Frage an mich oder an Abu? Nein. Ach so, okay, dann gehe ich raus, ja, Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Okay. Wer entscheidet, wer im Himmel kommt und wer nicht? Eigentlich Gott. Okay, aber bei denen ist das nicht so. Wo steht das? Bei denen ist das der Teufel. Sura 2, Vers 36. Können wir lesen, okay? Also das mit Himmel, Genau, das heißt Adam. Allah, das ja. heißt die Schlange, also der Schatan, war im siebten Himmel, das so sagen die Gelehrten bei Allah, und hat Adam und Eva verführt. Korrekt? Korrekt. So, und wer hat dann gesagt, geht hinab? War das Allah oder der Schatan? Der Schatan. Also stellen wir hier fest. Was macht der Schatan im siebten Himmel bei Allah? Ja? Und wie können sie noch beim Allahs Himmel noch Menschen verführt werden? Wie funktioniert sowas? Das heißt, du kannst nur verführt werden, wenn du auf dieser Erde bist. Okay? Mhm. Aber nicht bei Allahs Himmelreich, so vor allem im siebten Himmel bei Allah. Genau. Sura Al-Baqarah, Vers 36. Lesen wir das. Ich mache euch mal groß. Ja. Was steht hier? Guck mal. Aber Satan ließ sie davon entkommen und entfernte sie aus dem Zustand, in dem sie gewesen waren. Und wir sagten, geht hinab. Siehst du das? Ja. Ihr alle, also seid Feinde untereinander. Das ist sogar die Erbsünde. Seid Feinde untereinander. Und ihr werdet auf Erde einen Ort haben, an dem ihr ein Zeit lang leben und euch versorgen könnt. Korrekt? Korrekt. Ach so. Also wo hat das stattgefunden? Im siebten Himmel. Korrekt. Und wer spricht hier? Geht hinab? Der Teufel. Korrekt. Also wer entscheidet am Ende, ob du im Himmel kommst und wer nicht? Der Teufel. Korrekt. Sehen wir uns jetzt die Sura 2, Vers 36 genau an. Was sagen die Gelehrten? Die sagen, das war nicht auf der Erde. Deswegen hat der Teufel gesagt, geht hinab. Das ist tatsächlich im Himmel passiert. Ich komme in einer Minute, Bro. Kein Problem. Alles gut. Also, aber der Teufel ließ sie aus dem Paradies entkommen, ja, und seid Feinde untereinander. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was die Gelehrten dazu sagen. Wir nehmen zum Beispiel, lass uns Ibn Kathir gehen, das ist auf jeden Fall besser. So. So, ich zeige euch das ganz kurz. Im Grunde wäre die Antwort darauf, dass Paradies in sich anfängt, im Himmel. Und nicht auf der Erde war, wie wir am Anfang unseres Buches Al-Bidayah wa Innaya, der Anfang und das Ende von Ibn Kathir, erklärt haben. Allah. Ja, sind wir beleidigen? Seid ihr sauer? Dann seid beleidigt in eure eigene Quellen. Siehst du das? Siehst du das? Der Schatan ist tatsächlich im Himmel bei Allah. Und verführt sie und schmeißt sie noch aus Paradies heraus. Also wer entscheidet am Ende, wer im Himmel kommt und wer nicht? Der Teufel.
Und der Teufel kann die Muslime noch verführen. Der eine sagt, es ist kein Beweis. Das sind eure eigenen Quellen. Eure eigenen Quellen, Ibn Kathir. Wer ist Ibn Kathir? Einer der ganz kurz. Kannst du den Vers nochmal von Surat al-Baqarah nochmal vorlesen? Ja. Okay, lies mal. Bitteschön. Okay, jetzt eine Frage. Hast du dich über den Koran informiert? Welches Wort ist das Koran? Oder der Koran? Von wem ist das Wort im Koran? Wie ist von wem ist das Wort? Also, was sind die Worte, die im Koran stehen? Von wem kommen sie? Von wem das kommt? Ja. Vom Teufel. Hast du doch hier gelesen. Ja, also, nein. Was ist das für eine Frage? Von wem kommt das Wort? Von islamischer Sicht. Ist jetzt auf einmal der Koran verfälscht oder was? Die Bibel ist ziemlich verfälscht, nicht der Koran. Aus deinem Beweis? Alles klar. Ich habe viele Beweise. Meinung, wer hat sie aus Paradies vertrieben? So, hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Bist du sicher? Ja, hier spricht Allah. Sag mir da in diesem Vers, wo Allah steht. Zeig mir mal den Vers, den Surat al-Baqarah Vers. Aber Satan, hör zu. So. Ließ sie davon entkommen und entfernte sie aus dem Zustand, in dem sie gewesen sind. Und wir sagten, geht hinab, ihr alle, als seid Feinde untereinander. Und ihr werdet und hier steht, und wir haben, sagten, jemals, hier steht, okay. Und wir sagten. Ja, und wer spricht da? Nein, und wir sagten es nicht, Shaitan, und wir, Allah benutzt es. Ach, aber hier steht doch, Satan. Nein. Satan, ja, jetzt. Wir sagten, geht doch hinab. Genau, und wir sagten, das heißt eine. Okay, und was macht der Satan im siebten Himmel bei Allah? Hör ganz kurz zu, damit du das verstehst, weil wir können uns gegenseitig ausreden lassen. Beantworte erst meine Frage. Was macht der Satan im Himmel? Ich will nur, dass wir respektvoll bleiben. Und machen wir, aber wenn du mir jetzt bitte erklärst. Okay, ich beantworte dir, aber lass mich ausreden. Erklär mir bitte, was macht der Satan im Himmel? Okay, guck mal, ich beantworte es dir, aber lass mich ausreden. Kannst du mich ausreden lassen? Wenn du meine Frage erst beantwortest und dann verstehst du mich. Okay, ich beantworte dir, aber diese Frage hat einen Kontext, denn du kennst den Kontext. Ja, deswegen handelst du nicht nach dem Kontext, weil du das gerade nicht verstehst. Meine Frage nochmal an dir. Was macht der Satan im Himmel? Okay, ich sag dir jetzt. Hör zu. Du hast doch am Anfang den Satan genannt, oder? Und dann kam eine weitere Beschriftung, und zwar wir. Und Allah benutzt im Koran für sich selber den, sozusagen diesen Begriff wir. Dann liest doch mal hier. Doch Satan entfernt sich davon. Warte doch mal, wer hat sie vertrieben? Antworte. Wer hat sie hier vertrieben? Satan entfernte sie davon und vertrieb sie aus dem. Genau. Und jetzt geh mal ein Vers davor. Stopp. Wer hat sie vertrieben? Er hat sie vertrieben, genau. Und jetzt geh weiter. Okay, stopp. Und was sagt dann hier? Warte doch, und wir sagten, das ist nicht der Shaitan. Das ist nicht. Okay, stopp. Dankeschön. Das ist nicht. Also, der Satan hat sie vertrieben. Allah sagt, und wir vertrieben sie. Das heißt, Allah und der Satan arbeiten zusammen, korrekt? Nein. Ja, doch, wenn du sagst, der Satan entfernte sie und vertrieb sie. Nein, du hast es jetzt wieder aus dem Kontext genommen. Hey, ich weiß nicht raus, komm. Das ist eine normale Eigenschaft der Christen, aber das können wir gerne. Ja, klar. Also, hier steht, der Satan vertrieb sie aus dem. Und Allah sagt, geht. Und wir sagten, geht fort. Das heißt, Allah und der Satan vertrieben sie aus dem. Steht doch da drin, du Schlaumeier. Genau, ich bin der Schlaumeier. Alles klar, Bibi, tschüss. Geh mal kurz ein Vers da drüber. Kein Interesse. Komm, geh raus. Kein Interesse. Geh mal raus. Also wir sehen hier, der Satan entfernte sie davon und vertrieb sie. Wer vertrieb sie? Wer? Geh mal kurz ein Vers, hör bitte. Antworte meine Frage. Wer vertrieb geh mal bitte sie kurz ein Vers, hör. Wer vertrieb sie hier? Geh mal bitte kurz ein Vers, ja? Schmeiß ihn raus, Bruder, tausendmal zeige ich dir das. Und entfernte sie aus dem Zustand, siehst du das? Ja. Wer entfernte sie aus dem Zustand? Geh mal kurz bitte ein Vers, ja? Du bist doch ein Vers hier. Ein Vers höher. Surah 2, Vers 36. Genau, jetzt geh ein Vers höher. Und was steht da? Und wir sagen, wohne du und deine Frau im Paradies. Was willst du damit sagen? Und wer spricht da? Was? Und wer spricht da? Wer soll hier sprechen? Ja, ich frag dich doch, du weißt es doch. Du bist ja sehr. Ja, aber wer hat sie aus Paradies entfernt? Warte doch mal, wer spricht da gerade da und wir sagten. Komm, geh raus, Bruder, schmeiß ihn raus. Komm. Hä? Der hat Angst vor dir. Geh mal raus. Habibi, hier geht es darum, dass Adam und Eva im Paradies waren. Danach sagt aber, der Teufel vertrieb sie. Und dann, doch Satan entfernte sie davon und vertrieb sie aus dem Zustand. Entschuldigung.
Ich muss so, wieder runter, aber ich würde gerne das beantworten. Euro Muslim, was macht der Satan im siebten Himmel bei Allah? Ganz einfach. Bitte. Erstens, dort, danach dürft ihr auch eine Frage stellen, nachdem ich deine Frage beantwortet habe. Und zwar, dort steht, Satan trieb sie aus dem Himmel. Das heißt, wenn du den Kontext kennst, Satan kam und hat Adam für fast 40 Tage die ganze Zeit eingeflüstert. So. Und dann hat Adam aufgrund seines Gelüstes auf Satan gehört. Das ist nicht meine Frage. Was macht, wie kann Allah, also wie kann das Teufel im Paradies doch Menschen verführen? Erklär ganz einfach, ganz einfach. Du beantwortest nicht meine Frage. Du kommst mal mit Einflüsterung, korrekt? Nein, das heißt, der Teufel hat Macht im Himmel, korrekt? Ich frage dich, hat der Teufel die Macht im Himmel oder nicht? Hat er nicht. Aber wie hat er nicht? Sura das 2, Vers 6, da, hat er. Das Vertrieben da, deswegen debattieren wir Muslimen nicht mit dem Deutschen, ja? Das Vertrieben da. Deutschen, du hast doch gerade gelesen. Was hast du gelesen? Du hast gerade gesagt, der Teufel hat mich auf ausreden lassen. Bitte, ich küsse dein Herz, noch einmal, das ist mein Respekt. Noch einmal, damit alle Leute nochmal hören. Ja. Hat der Satan noch Macht im Himmel oder nicht? Hat er nicht. Okay, und warum hat dann, und warum ist dann der Teufel im siebten Himmel bei Allah gewesen? Also ganz einfach. Der Teufel hat eine Schlange eingeflüstert, der war außerhalb des Himmels. Aber er hat eine Schlange eingeflüstert mit Adam. Wo steht das? Wo steht das? Hadith. Geh und lies. Zeig uns den Tafsir. Abi, hättest du ein bisschen Wissen, hättest du dich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, dann wüsstest du das. Das ist ganz normal. Zeig uns die Quelle. Die Geschichte Adams. Hör auf, Blödsinn zu reden, zeig uns die Quelle, komm, yalla. Geh und lies Sahih Bukhari, Abi, nimm ein Buch in deiner Hand. Soll er ganze Sahih Bukhari lesen oder was? Gib die Quelle. Zeig uns bitte alles, zeig uns das. Das, was du sagst, musst du beweisen. Weißt du nicht, nicht aus der Klemme raus, auch wenn das so sein würde, trotzdem hat der Teufel. Abi, ich gehe in die Moschee und lerne, dort wird mir das beigebracht. Ich gehe in die Moschee und lerne. Zeig uns die Quelle. Geh zu einem Hujja, ich habe das von einem Hodja gehört. Alles klar, dann adios und tschüss. Und eine Frage, darf ich noch stellen? Bitte, bitte, ist mir sehr wichtig. Nein, keine ich Frage. Ich habe viele gefragt, niemand kann beantworten. Abi, bitte. Rede mit dem Bruder. Bitte, Abi, bitte, mach nicht so, bitte. Darf ich einmal eine kleine Frage, bitte. Welche Thematik? Über Gott im Christentum, aber nur Frage, ich meine das nicht böse oder so. Okay, stell. In Genesis 6, Vers 6 bereut er, die Menschen erschaffen zu haben. Warum? Okay, was ist die hebräische Sprache? Die Hebräisch ist die Sprache, hä? Mhm. Was ist das? Ist es eine semitische Sprache? Ja. Okay. Bei der hebräischen Sprache ist es so, dass diese aufgrund des Kontextes variieren kann. Dort heißt dieses Bereuen wirklich nicht bereuen, sondern er war enttäuscht. Wie kann Gott enttäuscht sein? Weil Gott Gefühle hat. Er wusste zwar, was vorher passiert. Das lesen wir in Numeri 23, 19. Gott ist kein Mensch, der etwas bereut. Das heißt, genau in Numeri wird dieses andere Wort, aber dieses bereut, Numeri 23, 19, wird ein anderes Wort im Urtext verwendet, als in Genesis 6, Vers 6. Das bedeutet, Gott sagt selber, ich bereue nichts. Und in Genesis 6, Vers 6 wird ein anderes Wort, was auch abhängig vom Kontext wird, anders verwendet. Deswegen. Aber damit ist nicht gemeint, direkt bereuen. Aber ein Vers später steht TikTok sportlich, dass er die Menschen vertilgen will. Wieso kommst du jetzt darauf? Ist jetzt ein neues Thema? Nein, das ist ja gleich, das nur ein Vers weiter. Das ist ja ein Kontext. Was hat das mit dem Thema zu tun? Ich möchte nur nee, dein Thema war jetzt Gott bereut, ne? Und das habe ich jetzt beantwortet. Ja, und ein Vers später, weil er bereut, will er die Menschen vertilgen. Das ist noch spannend. Okay, lesen wir mal. Da reute es den Herrn, auf der Erde den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Okay, was willst du? Ich wollte fragen, warum, also wenn es Gott enttäuscht, warum möchte er den Menschen aus dem Erdboden vertilgen? Okay, so, weil sie gesündigt haben. Okay, weil sie gesündigt haben. Aber dann vertilgt doch Gott keinen Menschen, wenn er sündigt. Wieso nicht? Weißt du, was die Menschen getan haben zu dieser Zeit? Sie hatten Schlechtes im Herzen. Sehr, sehr viel Schlechtes, oder? Ja. Hat der Noah noch leben lassen? Ja. Okay, dankeschön. Er hat die Menschen vertilgt, weil sie nur Scheiße gebaut haben. Noch, weil er noch halbwegs gerecht war vor Gott, hat er am Leben gelassen und die Arche bauen lassen, sodass er lebt mit Tieren und so weiter und so fort. Und von ihm kam dann die Nachkommen. Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Herz. Kein Problem. Nein. Ciao.
Okay. So, nächster. Okay, wenn kein Muslim hochkommt, erkläre ich kurz Markus 13,32 vor 280 Leuten. Ganz einfach. Ich lese mal den Vers vor. Muslime können gerne eine Anfrage stellen und auf Elias Fragen eingehen. Markus 13,32 steht geschrieben. Das wird vorgestellt. Wartet. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Ich sage, mit diesem Vers wird die Gottheit Jesus bezeugt. Wieso? Er stellt sein Wissen über die Stunde über die Engel im Himmel, obwohl er unter die Engel erniedrigt worden war, laut Hebräer Kapitel 2, Vers 7. Das müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wieso er das tut. Zweiter Punkt. Jesus spricht zu den Juden, die haben ein jüdisches Verständnis. Was ist das jüdische Verständnis? Jesus ist der Bräutigam und der Vater ist halt der Vater von Jesus. Und laut jüdischer Hochzeitstradition in diesem Gleichnis spricht Jesus. Weiß der Sohn wirklich die Stunde nicht und der Vater verkündet sie. Das sehen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 7, die das belegt. Bedeutet, im jüdischen Hochzeitsgleichnis weiß der Sohn die Stunde nicht. Deswegen benutzt er dieses Wort Wissen. Doch jeden Tag und jede Stunde kennt niemand, euwen, weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Das bedeutet, er spricht zu den Juden im Gleichnis der jüdischen Hochzeit. Was soll Jesus sagen? Der Tag ist am 7. Februar 2039? Nein, so antwortet er nicht. Deswegen sagt er das zu Juden im jüdischen Verständnis. Dennoch, wenn ihr diese Auslegung nicht akzeptiert, dann müsst ihr auch sagen an die Unitarier, laut 2. Korinther 5, 21, weiß Jesus wirklich wortwörtlich nicht, was Sünde ist. Weil laut 2. Korinther 5,21 steht geschrieben, der nichts von der Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Bedeutet das, dass Jesus wirklich nicht weiß, was die Sünde ist? Oder 1. Korinther 2, Vers 2, da sagt Paulus, ich habe mich entschlossen, bei Gott nichts zu wissen, außer den gekreuzigten Jesus. Bedeutet das, er weiß wirklich nicht, wie er heißt? Nein, es geht um reklinierendes Wissen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden, an die Christen. So, möchte jetzt ein Muslim hochkommen. Elia, debattierst du auch Unitarier? Oder ich glaube, du hast keinen Bock drauf, ja? Bruder? Debattierst du Unitarier? Ich debattiere jeden, der ein Antichrist ist. Achso, ja. Sind ja Götzendiener. Ja. Also, jemand, die Gott hat, Jesu ablehnt, ist. Die können gerne hochkommen. Also an die Neo, komm mal hoch, Unitarier. Komm mal hoch. Geht auf jeden Fall verloren. Komm mal hoch, Neo. Aber das Thema ist doch Islam, oder? Pff, alles, Bruder. Ich würde auch gerne mit Unitarier reden. Ja, mach mal. Ich habe mal ein paar Fragen an die. Schweinespeck gegessen, Bruder. Was hast du gerade gegessen, Bruder? Schweinespeck. Achso, Haram, ja, laut Levitikus. Jesus hat doch verboten. Mann. Wenn man Schwein isst, Bruder, dann wird man zu Affen und Schwein verwandelt. Denkst du, Bruder? Ja. Boah, ich glaube, ich wurde zu einem Schwein. Wahnsinn. So. So, möchte vielleicht jemand hoch, ja? Ein Islamgelehrter, ja. Warum hat Mohammed Aisha Kleid angezogen? Was? Warum hat Mohammed Aisha Kleid angezogen? Jetzt, wo steht das? Das steht in einem Hadith. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht mal. Ja, wirklich. Weil er dann besser die Offenbarung bekommt. Allah. Also wie klein war denn Mohammed, Bruder, wenn er ins Eichelkleid angezogen hat? Ach ja. Also ich hatte mal damals eine Debatte gegen diesen Khalid. Er behauptet, ja, dass es nur eine Decke gewesen ist, obwohl es falsch war. Er ist auch so ein Propaganda, der Typ. Wahnsinn, was für ein Kleindier. Bukhari sagt das. Ich weiß nicht, wie klein war denn eigentlich hier Mohammed, Bruder? Aber okay,
Gucken wir uns das Ganze an. Warte. So. Oh Allah. Die Offenbarung halte ich nicht, wenn ich das Kleid einer anderen Frau als Aisha trage. Oh Allah. Denn die Frau kam nicht über mich, als ich ein Gewand von da war, außer Aisha. Oh Allah, oh Allah. Nein, ja, komisch, auf jeden Fall ein sehr komischer Prophet, Bruder, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Unitaria, komm hoch, Neo. Du bist doch so unten im Chat. Du hast doch, ihr habt doch so eine schöne Sekte. Ich habe mal eine Frage an euch. Vor 270 Leuten an die Unitaria. Hier auf TikTok, ich seh euch doch immer hier. Jesus ist nicht Gott und so. Ihr glaubt an die Bibel, komm. Yalla. Yalla. So. Oder aber ich glaube, jetzt kommt keiner hoch. Mit Urban noch, dann ist vorbei. Ja. Aber noch eine andere Frage. Ja. Warum hat jemand von Mohammed Pipi getrunken und dann hat Mohammed gesagt, das wird dich in den Himmel bringen? Ich weiß es nicht. Ich wollte euch was, also ihr lügt über den Islam, also ja. Ihr erzählt Quatsch, der Islam ist Frieden, ich würde gerne über den Islam reden, aber ich habe gar keine Quellen, weil ich lerne in der Moschee und dort nennen sie mir keine Quellen, dort erzählen sie mir mal irgendwas Schönes über den Islam und ich habe nie gelernt zu fragen, Hodja, wo steht das? Und da habe ich nie eine Antwort bekommen, also ich würde gerne mit euch debattieren, aber ich habe keine Quellen. Würde ja, der mit mir reden? Also der Islam ist Frieden und ja. Der Prophet hat noch nie einen Menschen etwas Schlechtes angetan. Er hatte keine Sünde. Ja. Okay. Ja, ich bin Aisha. Mein Mann hat mein Kleid gerade geklaut und er wird jetzt hier von Baden jetzt gleich bekommen. Ja, ich bekomme gleich mein Kleid. Okay. Islam Frieden. Und kennst du die Überlieferung, dass er seine Offenbarung durch epileptische Anfälle in Form von Glockenschlägen bekommen hat? Und dann hat er gesagt, die Glocken sind vom Satan? Ja, das stimmt. Er hat sich auch eines Nachts angehört wie ein Kamel. Ja, da habe ich mich total erschrocken. Da schlüpfte ich aus meinem Bett und dachte, was ist denn da passiert? Und dann sah ich meinem Mann, der hat sich angehört wie ein Kamel. Das hat mir der Roger noch nie erzählt. Der hat immer gesagt, der Mohammed war der beste Mensch aller Zeiten. Guck mal, die Muslime denken, die sagen etwas, was gar nicht in den Quellen aufkommt. Das ist wirklich tatsächlich alles da. Oder der Letzte, der war ja komisch. Der sagt so, der will was sagen und da sagt er, ja, wenn du gelesen hättest, wüsstest du, wo das steht. Ja, toll. Was für eine Debatte. Was macht ihr euch so witzig über unsere Religion? Nein, das tun wir doch gar nicht. Erzähl mal. Du nennst Quellen. Du hast gar keine Ahnung, ob diese Überlieferung überhaupt authentisch ist. Ja, aber ist, das oder ist nicht. Sahih, ich bin nur Aisha. Ja, ich weiß nicht, was Sahih, ich du weißt gar nichts. Du bist ein Jahil, bist du. Nein, ich bin ein Unwissender. Mahmoud, hast du einen Koran bei dir? Ich hab einen Koran bei mir. Was ist das fragen, welchen? Hier auf eure Fitna. Mahmoud! Ach, ihr seid Jahil. Hast du einen Koran? Mach mal bitte deinen Koran, wir wollen was gucken. Ihr seid irregeleitet, eure Religion nach so viele Widersprüche. Ja, wie... Das könntest du aufzählen, du könntest die ganze Zeit. Okay, Mann, Wasserhahn, Mahmoud, Alhamdulillah. Er nennt Hadithe, die er irgendwo aus Google rausnimmt, die gar nicht authentisch sind. Okay, soll ich dir das dann auch... Welcher war nicht authentisch? Warte mal. Welcher von denen, den wir genannt haben, war jetzt nicht authentisch? Ein Beispiel. Zeig mal deinen, ich hab das jetzt nicht im Kopf. Du hast gesagt, wir nennen Hadithe, die sind authentisch. Nenne bitte einen einzigen, den wir genannt haben, der nicht authentisch ist. Das zum Beispiel mit dem Kleid. Boah, willst du wissen, ob das authentisch ist? Du suchst alles raus, was du willst. Und ist das nicht authentisch? Was ist an dem Hadith nicht authentisch? Was ist an dem Hadith nicht authentisch? Die Überlieferungskette, der Überlieferer, was ist an dem Hadith nicht authentisch? Klär uns bitte auf, du hast ja Wissen.
Nein, nein, du hast doch gesagt, der ist nicht authentisch, also kennst du ihn. Du hast doch Wissen. Nein, nein, du hast gesagt, wir sind Jahil. So viel Wissen, wir nennen ihn unauthentisch. Du hast oder? Gesagt, dieser Hadith ist nicht authentisch, hast du gesagt? Ja, dann habe ich gesagt, sag mir bitte was Religion, an dem Hadith. Ihr seid in einer Religion. Siehst du das, in einer Religion, siehst die irregeleitet wird. Wieso wechselst du das Thema, Mahmoud? Was siehst du das? Ja, du hast dich gerade lustig gemacht. Wer, guck mal, ein Christ, ne? Ein Christ, der respektiert den Moslem. Ein Moslem respektiert das, was ihr hier macht. Wo steht ne? das? Das ist die größte Fitna. Wo steht das, dass das wir das respektieren? Wo steht das? Wieso das sagt Allah, wir Christen Fitna, und Juden sind weniger als die Tiere? Wieso sagt das Allah? Wo sagt das Allah? Du hast so einen Koran, hol mal deinen Koran. Hol mal jetzt deinen Koran. Erzähl mal, nein, nein. Pack hier. Hol deinen Koran. Zeig mir das. Zeig. Hol deinen Koran, wir lesen. Guck, du bist ein Bruder, der hat nicht mal einen Koran zu Hause. Du hast nicht mal einen Koran zu Hause. Sag mal, Mahmoud, wie viele Suren hat dein Koran, den du zu Hause hast? Ich 114 Suren. Oh, der war stark. Du hast echt Wissen. Der Koran, guck mal, Gelehrter. Du bist ein Gelehrter. Was ich euch sagen will, ist, dass, du bist wie das, Sheikh Ibrahim. Bruder, lass den doch nicht predigen. Das, was ihr macht. Der redet doch nur du. Ja, der redet nur Scheiße. Predigen? So. Elia, warum bringst du unauthentische Hadithe? Sag mal ehrlich jetzt. Ja, zwar nicht ein Beispiel nennen, aber egal. Bruder, also Sahih al-Bukhari ist daif, ist alles verfälscht. Alles daif, ja. Aber wenn Sie über die schönsten Seiten von Mohammed aufzeigen, auch mit Sahih al-Bukhari, sagen die, Alhamdulillah, ist es Sahih. Alles, was so negativ über Mohammed ist daif. Egal, ob Sahih ist oder nicht. Der Koran ist dann auch daif, alles ist daif. Ne, es ist nicht lustig, dass wir über euch, ihr tut uns eigentlich leid, alles, was wir gesagt haben mit Kleid, dass Mohammed sich wie ein Kamel angehört hat, das sagen wir nicht, das sagen eure Quellen, das wird bestätigt und das ist das Schlimmste daran. Hallo Kurdo, ja, es kommt kein Muslim hoch, also wie gesagt, dieser Neo hier im Chat, ja. Ich würde gerne Unitarier, wirklich, ich mache das schnell, ich brauche 2 Minuten für den. Der kann gerne hochkommen. Ja, Muslime kommt hoch und wir reden. So. Ihr braucht 200 Abonnenten, um hochzukommen. Ach so, ihr braucht Modis? Ja, nee. Sei es bei mir auch Modi, sei 53 bei mir zum Beispiel auch Modi. Warte. Ich guck mir das an. Ah, Amo ist gut. Kenn ich. Kann ich einfach Jesaja erstmal geben? Also es gibt 2, das reicht. Das, wo Omar bin Al-Khattab seine Hand in den Kamel, in seinen Anus reingesteckt hat? Was? Kennst du diese Quelle? Oder ich kenn gar nichts, ja, ihr bringt komplett viel, ja. Oder dass Omar al-Khattab eine Krankheit hatte in seinem Anus und das nur durch einen Samen von einem Mann geheilt werden konnte. Ja, das kenne ich. Ist ja pervers. Was erwartest du? Bruder, ist es eigentlich authentisch, dieser Tafsir, ich glaube 346 oder 349, wo Mohammed gegen Christen und Juden debattiert hat und verloren hat? Ja. Boah. Ja, hat da nicht sogar Engel Gabriel nicht antworten können oder so? Ja, also es gibt ja die Aussage, dass Mohammed ja gesagt hat, unter anderem, da haben die Juden ihn gefragt, wer ist der Heilige Geist, da hat er gesagt, das weiß er nicht, das ist ein Geheimnis von Gott. Und das widerspricht dann den ganzen Tafsir-Gelehrten, dass sie und sagen, Jibril. Der Heilige Geist ist Engel Gabriel. Ja, korrekt. Genau. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Das macht ja gar keinen Sinn. Das wird ja in, du hast mir den Hadith geschickt, in Sahih Bukhari 2, oder nee, Muslim 2490 wird es ja getrennt. Jibril und der Heilige Geist. Ja, ja, genau, korrekt. Deswegen, ja. Leute, alles widersprüchlich. Ja. Der Herr segnet euch, ja. Ich auch, Bruder. Wallah, wallah. Ciao, ja. So. Lies mal bitte eure 300-Version von Bibel. So, wir haben einen Urtext und darauf beruht unsere Bibel. Das, diese 300 Bibeln, das sind Übersetzungen. Wenn du nach diesem Prinzip gehst, hast du auch hunderte von Korane.
Diesbezüglich, wieso gibt es mehr Bibelübersetzung als Koranübersetzung? Ja, ganz einfach, weil der Koran irgendwas mit 6600 Verse hat und die Bibel hat, es kommt auf die Bibel an sich an, beziehungsweise auf, ob die protestantisch ist, aber die protestantische müsste 22.000 Verse haben. Also ist ungefähr drei, viermal länger. Oder den neuen Koran-Update, den sie haben, den Multimen-Koran. So. Immer diese Argumente, ja, Bibel ist verfälscht, aber die haben ja gar keinen Beweis. Die haben gar keinen Beweis. Bei mir, kennst du das neueste Koran-Update, Mufti Menk Koran? Der hat einen eigenen Koran geschrieben, der Mufti Menk, mit weniger Suren. Der hat nämlich rausgelassen aus dem Koran. Der hat einen mekanischen Koran geschrieben. Ach so, wo nur die mechanischen Verse drin sind, oder was? Genau, mit Bilder und so. Der hat einfach Koran-Update gemacht. Ach so. Ja, wenn die das als Update sehen bei der Bibel, dann müssen sie das auch nehmen als Update und dann. Ja, ich werde mir das bestellen, dann werde ich noch mit dem Mufti Menk Koran debattieren, weil der ist der Letzte, der gekommen ist. Sahih Bukhari 5517, Mohammed hat KFC gegessen. I saw the prophet eating chicken. It's Ja, steht das da Sahih. wirklich? Ja, das steht Oder da. ich kenne die Quellen nicht, Ich ja. kenne das. Ich kenn das auswendig, Bruder. Ich kenne alles, was die schreiben, kenne ich schon. Da steht einfach, I saw the prophet eating chicken. Ja, danke schön für die Info. Er steht Lügen, ja. Die Quelle ist doch genannt. So. So, Top 1% Mindset. Ich glaube, der ist rausgegangen, ja. Doch nicht. Hallo? Hallo? Ja. Ja? Hast du was zu sagen? Nee. Okay. Schönen Tag noch. Ich will mal noch mit diesem Mahmoud hoch. So, pass auf, komm, wir reden jetzt ganz ruhig miteinander. Ich Okay. stelle Fragen, okay? Okay, stell mal. Du kennst ja deine wahre Ich weiß Religion. nichts. Ich weiß nichts. Warte, eine Frage du und eine Frage wir, okay? Okay, komm. Lass dich reden. Ja, stell. Numeri 31, Vers 18. Aber weiblichen Frauen, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben oder Kinder, lasst sich für euch am Leben. Also eure Religion sind Frauen, die zum Beispiel Unzucht begangen haben, die sollen nicht mehr leben. Die sollen nicht mehr leben. Was sagt ihr dazu? Numeri 31, Vers 18. Okay, lies mal noch mal langsam vor. Alle weiblichen Frauen, oder Kinder, die noch nicht mit einem Mann geschlafen haben, lasst sie für euch am Leben. Okay. Ja, was bedeutet das? Also befiehlt euch die Bibel, die Menschen, also die Frauen, die Unzucht begangen haben, die sind nichts mehr wert. Okay. Die können getötet Ich werden frage dich, nach ich eurer frage dich. Religion. Okay, Mahmoud, ich Nein, frage dich, nein, wie. beantwortet mir die Ich Frage. beantworte Wir dir die kommen Frage gleich mit noch einer zu Gegenfrage. Entspann Widersprüchen. dich. Noch mehr, noch mehr, noch Mahmoud, mehr, noch mehr, entspann noch dich, mehr. entspann dich. Wir machen das ruhig, okay? Ich frage Okay, dich. komm. Hat damals eine Frau überlebt, wenn sie keine Jungfrau mehr war? Ohne Mann? Ja. Nein. Warum Weißt nicht? du wieso? Eine Frau damals im Gesetz von Mose braucht sie einen Mann, um zu überleben. Und wenn sie schon Geschlechtsverkehr hatte, dann nimmt sie keinen Mann mehr, weil die Ah, keine Jungfrau mehr ist, okay, okay? warte, warte, warte. Okay, es war früher, okay, es war früher. Jetzt sind wir heute, aber ihr glaubt doch immer noch an die Verse, die von Gott für euch gekommen sind. Ihr glaubt ja daran. Das heißt, die christlichen Frauen, die heutzutage noch leben und die Unzucht begangen haben, die sind für euch nichts mehr wert. Die sollen sterben, Okay, oder? Was? Mahmoud, 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 du du hast keine musst, Ahnung. du darfst nicht einen Vers aus dem Kontext ziehen. Du musst erstmal
Wie fängt das Kapitel an in Nummer 31? Komm. Was heißt? Ich hab das. Warte. Ja, wie fängt der Kapitel an? Bitte erklär uns das, okay. Er hat ja gar keine Ahnung, der weiß ja gar nicht, was alter Bund, neuer Bund ist. Ja, ich weiß. Oder er kommt mit Numeri, das war vor tausenden Jahren. Pass auf. Ja. Frauen dürfen als Sklaven genommen werden. Steht da auch drin. In okay. eure Religion steht da drin. Sag doch, wie der Kapitel anfängt. Wie fängt der Kapitel in Nummer 31 an? Genannt. Eine einfache Frage. Ihr müsst das doch kennen. Also du schickst mir von Sahih al-Bukhari... Okay, mach Mut. Nein, alles zu, gut, ich helfe dir. Mach Mut. Der Midianiterkrieg. Jetzt frage ich dich, wer sind die Midianiter? Allahu alam, ich weiß nicht. Hier, Allahu alam. Hast keine Ahnung. Weiß nicht mal, was Neuer Bund, Alter Bund ist. Meine Fresse. Der weiß gar nichts. An die Muslime... Dass dieser Vers für Christen heutzutage gilt, wirklich, diese Aussage ist so dumm. Die ist so behindert. Wir haben den neuen Bund. Jesus hat den alten Bund erfüllt. Diese Gesetze von Numeri, die Gesetze Mose, die kamen zu einem bestimmten Volk unter bestimmten Situationen. Wir dürfen Schweinefleisch essen. Dieses Gesetz mit Levitikus 26 ist an die Leviten gerichtet. Nicht an mich als Christ, als Heidenchrist. Beziehungsweise ich war damals Heiden. Oder deswegen habe ich ihn gefragt, wie heißt der Kapitel? Ja. Damit er ich habe ihm geholfen, Bruder. Hier geht es um den Medianiterkrieg. Das ist ein Urteil über die Medianiter, die nur über für sie gilt und nicht für alle Menschen. Ja. Die vergessen das, dass unser Gott Urteile über Völker spricht, aber nicht über alle Völker, sondern über einen bestimmten, für einen bestimmten Zeitraum. Und diese Gesetze sind für uns auf keinen Fall gültig. Ja. Deswegen wollte ich ihn helfen, aber das stand halt in seiner PDF nicht drauf. Ja, so, das stand da nicht. Wie der Kapitel heißt. Das Wahnsinn. Ist ja das Problem. Ja, Bruder, nach dem Prinzip darf er uns auch umbringen, so wenn er das nicht akzeptiert. Sure 9,5. So. Das bringe ich nicht als Argument. Bloß nach dem Prinzip, wenn er diese Erklärung nicht akzeptiert, dann darf er uns umbringen. So. Sure 4, Vers 24, Bruder. Sure 4, Vers 24. Mutter, ne? Die Frauen, die ihr genießt, so sollt ihr auch ihren Lohn dafür geben. Also, sie dürfen, das ist aber kein Medianiterkrieg, sondern dieser Vers ist gültig für sie. Ne? Sie dürfen gefangene Frauen vergedingstern. Somit, Bruder, das sind alles Atheisten. Was soll ich machen? Wir debattieren jeden Tag mit Atheisten. Ich will nur mit den Gläubigen debattieren. Genau, mit Leuten, die wirklich glauben und auch keine Doppelmoral anwenden. Aber diese ganzen Argumente, die sind schon längst zerlegt worden. Guck mal, ich habe ihm geholfen. Ich habe ihm gesagt, die Überschrift, dann frage ich ihn, wer sind die Medianiter? Er hat keine Ahnung. So. Hallo Alan, Bro. Ja, hallo. Wahnsinn. Möchte jetzt vielleicht ein Muslim oder Unitarier hoch? Das ist der Wahnsinn. Oder lass mich mal. Oh Gott, wartet mal, Leute, ich muss mal kurz telefonieren. Alles gut, telefoniere ich. Was bist du denn, R&B Love Songs? Dieser Neo kommt nicht, der traut sich nicht. Hier wird Unitarismus ein für alle Mal zerstört. Jeside, ich debattiere nicht mit Jesiden, ich habe davon nichts. Ich kenne deren Schriften nicht. So. Wie gesagt, in der Bibel sagt Jesus selber, ich werde sein Gott sein und sie werden mein Sohn sein. Nein, alles gut, du musst dich auf Muslim tun. Wollen die Richtigen. In der Bibel sagt Jesus selber, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt stellt sich die Frage, ist Jesus doch der Sohn Gottes? Wie kann er gleichzeitig Gott und sein Sohn und dann hat er noch einen Sohn? Ja, okay, Jesus laut Jesaja 9, ewig Vater. Kann ein Vater nicht gleichzeitig Sohn sein? Oder Sohn nicht gleichzeitig Vater? Doch, ganz fertig. Doch, ganz. Ich bin nicht Moralist. A'udhu billah.
Ich bin kein Modalist. Genau. Kai, ich sag auch nicht, dass Jesus der Vater ist, aber Jesus ist trotzdem ewig Vater, laut Jesaja 9, Vers 5. So. Genau. So, vielleicht stellt die Fragen in den Chat. Wir bezeugen, es gibt keinen einzigen Gott außer Jesus Christus. Keinen einzigen anderen Gott. So. Ja. Wir machen mal ein bisschen Fitner. Ich habe einige Rechtsurteile der sunnitischen Gelehrten der Al-Hazar-Universität, ne, der höchsten Universität des Islams, was SCX mit kleinen Babys angeht, ne? Weil da sind die Sunniten auch sehr gut mit dabei. Mal ein bisschen, damit die Muslime mal sehen, was für ein Satanismus sie leben. Oder weil bei denen ist Schweinefleisch haram, aber kleine Kinder und tote Menschen essen ist erlaubt. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. So. Der absolute Wahnsinn. Satanismus. Oder die Muslime sind im Satanismus gefangen. Warte. Die weinen. Bruder, jemand will, also RMB, willst du zum Christentum konvertieren oder wie ist das? Dann nehme ich dich hoch, wenn du Fragen hast. Da können wir mal mit ihm zusammen lesen, was die sunnitischen Gelehrten über Babys sagen. So, Fatwa Nummer 6058. Bruder, ist es erlaubt, mit einem Baby zu heiraten im sunnitischen Islam? Fatwa Nummer 6058 von Mafsul al-Fatawa. Ist ein Ehevertrag für ein weibliches Kind gültig und ist es zulässig, es durch Küssen oder auf andere Weise außer SEX zu genießen, die ihm keinen Schaden zufügt? Wenn der Vertrag seine rechtliche Bedingung erfüllt, wird sie in jeder Hinsicht seine Frau. Es ist ihm gestattet, sie anzufassen, zu berühren und zu küssen. Es ist ihm nicht gestattet, mit ihr SEX zu haben, bis sie es ertragen kann, ohne Schaden. Wenn sie es ertragen kann, ist es auch für ihn zulässig. Hier geht es um Babys. Wahnsinn. Fatwa Nummer 6058 von Mafsul al-Fatawa. Bruder, mal eine Frage. Wie willst du bei einem Baby herausfinden, ob es ertragen kann? Salamu alaikum. Weiß ich nicht. Bismillah, bismarahin, alhamdulahin. Wie geht's euch? Gut, dir? Mufra alaikum. Hey, Urban, wie geht's, Bruder? Bruder, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, muss, Bruder. Du warst aus Armenien, ne? Stimmt ja, ne? Ja. Mein armenischer Bruder. Ey, wie kann man denn jetzt zum Christentum konvertieren? Willst du wirklich konvertieren? Du musst die christliche Sprache. Ich interessiere mich schon seit längerer Zeit dafür und mein Cousin und ich haben echt überlegt, ob wir das Jesidentum behalten und noch eine zweite Religion annehmen. Geht das? Nee, das geht nicht. Warum das denn? Weil weil die Glauben sich widersprechen. Du kannst nicht gleichzeitig Jeside sein und gleichzeitig Christ. Ah, okay, ja, schade, ey. Weil ich mag das Christentum und Jesus ist für mich schon auf jeden Fall der Sohn Gottes, oder er ist sogar Gott, so wie die Trinität das sagt. Mhm. Und du warst früher mal was, ein Atheist? Ja. Und jetzt bist du also auch, hast den Weg zum Herrn gefunden. Ich habe den Weg zum Herrn gefunden, ja. Aber Amen. Du kannst mit uns die christliche Schahada sprechen, vielleicht öffnet es dein Geist für Jesus. Ist Schahada nicht islamisch? Nein, wir haben auch eine christliche Schahada. Aber das Wort Schahada hört sich so irgendwie so islamisch an. Nein, das war christlich. Das ist ein christliches Glaubensbekenntnis. Echt? Okay. Ja. Willst du mitsprechen?
Ja, ich würde gern mitsprechen, wenn es geht. Okay. Ashhadu Ashhadu an la ilaha. Ilaha ist muslimisch, Bruder, hör auf damit. Nein, Nee, mach nein, nein, weiter, nein, nein, mach nein, nein, weiter. Nicht, ich dass ich verarsch jetzt dich nicht, ich Moslem verarsch werde. dich Nein, nicht. Digga, Ich ich verarsch Angst. dich nicht, nein, ich verarsch dich nicht, hallo. An la ilaha, sprich mir nach. Digga, sprich. Ich verarsch dich nicht, ich Einfach verarsch dich nicht, nachsprechen. wirklich nicht. Ich hau ab, Bruder, ich krieg Angst, weil ob Moslem kriege ich Angst, Bruder, tut mir leid. Egal, Bruder, Nein, sprich nein, mir nein, nach. wir sind Christen, wir sind Er ist Christen. abgehauen. Ja, wird die Christen. Das ist die christliche Schahada, Leute. Bruder, komm hoch, das ist die christliche Schahada. Wie verarschen dich du nicht? Eschadu Ashhadu enna. an la ilaha il Yeshua wa Ashhadu Yahya Rasul Yeshua. Ja. Das heißt, Jesus ist der Gott und Johannes ist sein letzter Gesandter. Das heißt es übersetzt. Ja, ich weiß. Doch, R&B Love Song. Da steht il Yeshua was Ashhadu Yahya Rasul Yeshua. Jesus. Takbir! Jesus Akbar. Takbir, Takbir! Jesus Jesus Akbar. Akbar. Takbir! Jesus Akbar. Takbir. Takbir. Was heißt Rasul? Rasul heißt wie Gesandter, Prophet. oder? Ja, Gesandter. Ihr seid die Rasul. Besten. Müsst ihr Ja, nicht Bruder, Rasul Paulus? na, ich weiß, ich habe Yahya genommen in der Ach, Schahada, ja, aber wir können auch Paulus nehmen. Aber Bruder, auf TikTok gibt es eine neue Glaubensgemeinschaft, die Erdoganisten. Ja, habe ich auch gesehen, diese Kemalisten-Freaks. Erdogan ist für sie Gott und Gesandter gleichzeitig. Hafiz Bulus, genauso ist es. Lukas 24, 19, spammt die ganze Zeit jemand rein. Dann gucken wir uns den Vers mal an. Ich glaube, ich kenne den. Ich glaube, das ist Elisama Bachtani. Mein Gott, warum hast du dich verlassen? Lukas 24, 19. Ach so, er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, dass es mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in der Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Er war doch auch ein Prophet. Lehnen wir doch nicht ab. Er ist doch der Prophet Ja, wie kein Mose aus Problem damit. Deuteronomium 18, 15. Er ist der Prophet aus Johannes 1. Nehmen wir doch nicht ab. Also, was will er jetzt argumentieren? Da. Weißt du, was ein Argument ist? Was? Wenn du Sex mit deiner Frau hast und nicht Bismillah sagst, dann macht der Shaitan mit. Oh, da habt ihr Dreier, oder was? Das ist Trinität im Islam. Oh. Schön Bismillah sagen. Das ist so das Bismillah. Kind aus. Und wenn du von hinten machst und ein Kind bei rauskommt, dann schielt Boah. das Kind. Wirklich? Ja. Ja, Bukhari Ach du Scheiße. 141. Bruder, das geht mir zu sehr ins Detail, Also, wenn du schielendes Kind siehst, oder denn ihre Überlieferungen sind der Wahnsinn. Hallo Hi David? Gott, dich Hallo, wer? Boah, das war gerade. Ich habe mich gerade totgelacht, wo du gesagt hast, das ist die Trinität im Islam. Junge, crazy. Aber ey, das ist so eine perverse Religion, ey. Da geht es nur um das eine und nichts anderes. Oder David, hast du eine Frage? Oh nein, ich wollte eigentlich nur das eine sagen eben. Ich kann auch wieder rausgehen, alles gut. Alles gut, Bruder. Weil wir nehmen, sonst kommen keine Muslime hoch, weißt du? Ah, ja, das kennen wir auch, das Problem. Ja gut, ich wünsche euch was, ja? Gott Ich segne euch auch. Ciao. allen. Ciao, ciao. R&B, dein Humor ist unschlagbar. Dankeschön, mein Bruder. Also wenn das die Schriften so hergeben, ja, was nehmen Also wir der an, ne? Bruder hat das hier in den Kommentaren reingeschrieben, das ist Bukhari 141, ne? Ich kann das ja mal gerne mal vorlesen. Darf als Darf Christ man als Bismillah Christ sagen? bis... Ja. Nein, nein, Doch. nein, oder? Ist Warum? doch im Namen Gottes. Also, ich Ach glaube so, schon. okay, gut. Ja, wenn man halt, So, eigentlich der sagt man Prophet... Namen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja. Erzähl. Der Prophet sagte, wenn jemand von euch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat und er
Warte, warte. Und er ist, warte, bevor mit seinen, ach so, wenn jemand von euch beim Geschlechtsverkehr mit seiner Frau sagt, und er muss es sagen, bevor er anfängt, im Namen Allahs, o Allah, beschütze uns vor Satan und beschütze auch das, was du schenkst, uns, die Nachkommen von Satan, und wenn es ihm bestimmt ist, dann ein Kind zu bekommen, wird Satan diesen Account, ach, das ist falscher Hadith, Bruder. Das ist der falsche Hadith. Das ist falscher Hadith. Schade. Das ist der falsche Hadith. Ich guck gleich. Ja. Jesus ist Haus Gottes. Verarsch Allah mich doch nicht. Gott. Einfach verarscht, ja. Arabisch ist eine normale Sprache, Muslime haben keine eigene Sprache. Ja. Lukas 17, 24 bis 25. Na, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Steht da was? Oban, wann machst du Stream, Bruder? Bruder, ich streame später, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin, weil ich bin gerade noch in Hamburg. Ja, Bukhari 141 war falsch. Boah, der Stream läuft richtig ja, gut dann, hier, Bruder. Ja, Bruder, 214 Zuschauer. Ich check aber das nicht. Heute sind auch. Ich hatte, Bruder, ich hatte 360. Wahnsinn, Mann. Wahnsinn. Islam Bayern war drin. Ich hab gar nicht auf die Zuschauer geguckt. Bei dir? Ja, aber er ist nicht hochgekommen, leider. Ah. Er traut der war sich auch nicht. Bei mir drin. Der hat in den Kommentaren meinen Vater beleidigt. Ja, wirklich, der schreibt nur in den Kommentaren. Ja. Der schreibt nur in den Kommentaren. Wen hat Jesus angebetet? Sich selber? Wir sagen nicht, dass Jesus der Vater ist, mein Freund. Bruder, warte, Allah betet. Allah, stimmt. Zu wem betet aber Allah? Wir das haben eine Trinität, okay, aber zu wem betet Allah? Weiß ich wir nicht. Haben Hadithe, wir haben Sure 33, Vers 56, zu wem betet Allah? Bei Jesus logisch, Trinität, Sohn zum Vater, aber Allah? Genau. Weißt du, dass Hamdi aus Versehen zugegeben hat, dass Allah betet? Der hat sich versprochen. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen beim Video. Also, wenn Allah betet? Ja. Ja, also, wenn Allah betet? Ja, sehr gut, aber zu wem betet Allah? Also, wen Allah betet? Pia Vogel hat ein Video darüber gemacht, ne? Ja, als ob Allah beten würde. Ja, ey, Leute, ja. Lest mal eure Hadithe, da steht Allah betet. Trinität ja. Im Islam, ja, mit Shaitan. So, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Kennst du das, wo er die N-Bombe gedroppt hat? Weißt du das noch? Ja. Ey, dass denen irgendjemand noch eine Bühne bietet, ist sowieso krank. Schriftgelehrter, komm mal hoch, oder rennst du vor Debatte? Ja? Der also Angst. Schriftgelehrter ist der größte Angsthase geworden. Hier auf genau, der tut ja noch Schriftgelehrter. Wieso habe ich eigentlich das nicht auf dem Handy, das Allah betet? Ich habe so eine Zusammenstellung gemacht von allen Hadithen, wo Allah betet, aber ich habe das nicht auf dem Handy. Wo seine Tochter reingekommen ist und er gesagt hat, ich will schlafen. Ich will schlafen. 33, 56, zu wem betet er? Ja, so 33, 56. Die arme Tochter, Mann. Wenn ich ihn als Vater hätte, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Im Irrenhaus. Weißt du, dass Allah, dass dieser Tauhid sich über unsere Bibel lustig macht? Dass bei uns steht der Samen Gottes und er sagt, dein Gott hat Samen. Ja. Weißt du, dass bei ihm Allah Spermien unter seinem Thron hat? Was? Ja, ich zeig dir das. Bruder, wirklich an sich, um gegen die zu debattieren, du musst immer Bibel lesen. Du holst einfach, du lernst einfach über Sunna und Koran und du bringst einfach so, ja, bei dir steht auch so. Noch schlimmer. Bruder, ich sage mittlerweile, wenn die sagen, dein Gott hat einen Samen, da sage ich, ist das für dich ein Kriterium, meine Religion abzulehnen? Und dann überlegen die, oh, warte mal.
Vielleicht hat er jetzt eine Überlieferung bei uns. Was sage ich jetzt? Und da bricht alles zusammen. Weil wenn die sagen, ja, ich bringe es, ich, guck mal, ich bringe alles aus ihren Quellen, weil du auch alles findest. Und wenn die sagen, nein, ja, wieso kommst du denn damit und argumentierst? Ja. Oh, mein Handy ist ausgegangen. Mein zweites Handy ist ausgegangen. Es geht gleich wieder an. Ich muss mal ein bisschen Akku laden. Ja, alles, alles gut. Ich habe falsche Stecker ausgewählt bei mir im Auto. Eine ist für USB-Musik und eine ist für Handyladen. Ich zeige euch das, ja. Ich zeige dir das gleich, dass Allah Spermien unter seinem Thron hat. Aber Bruder, mal logisch gesehen, du sitzt auf deinem fetten Thron und du hast 72 Jungfrauen, die da den ganzen Tag... Ja, was machst du denn da? Machen, ne? Ja, da was machst Schwende du den ganzen Brüsten. Tag auf dem Thron? Genau. Schwendebrüste und junge Knaben. Oder da gönnst du dir ein bisschen. Ja. Da gönnst du dir ein bisschen. Aber auch so viele Taschentücher. Weil die Allah hat gesagt, die Palme im Paradies wird da 40 Meter lang sein. Ja, also du hast schon ein gutes Ding da. Also du brauchst aber dicke Arme. Einen fetten Bizeps. Ja, klar. Du musst es ja handeln können. Oder ich hab den nicht, ich hab den Hadith nicht. Nur zwei Jungfrauen, 72 nur Märtyrer. Na dann ab, Gürtel umschnallen und dann ab zu den 72 Jungfrauen. Vielleicht auch ein Übersetzungsfehler und ist eine 72-jährige Jungfrau. Ja, 50er. Ich muss noch arbeiten. Boah, gutes Stream, aber es kommt leider keiner hoch. So ein, ich hätte gern so einen Isan Bayern gehabt, aber. Der kommt halt nicht hoch. Oder ich gehe runter? Ja. Ich gehe runter, dann werden sie kommen. Ich mach da ein bisschen. Ja, wirklich jetzt. Gottes Segen. Viel Spaß noch. Ja. So, reden wir mal ein bisschen über die Bibel. Also ihr seht ja diese ganzen Argumentationen von den Muslimen mit Galater Kapitel 3, Vers 13, wo geschrieben steht, wo Paulus zitiert aus dem Alten Testament, jeder, der im Kreuz hängt, ist verflucht. Und Jesus hing am Kreuz. Bedeutet das, dass Jesus verflucht ist? Nein, um Gottes Willen. Wir lesen in 1. Korinther steht, wenn jemand sagt, der Herr Jesus sei verflucht, der hat den Geist Gottes nicht in sich. So, Punkt Nummer 1, Jesus hatte den Geist Gottes in sich. Zweiter Punkt. Er hat aus Numeri, ich glaube, nee, Deuteronomium, 5. Buch Mose 21, 23 zitiert. Wenn wir im Kontext lesen, ein Vers davor steht geschrieben, wenn jemand eine Sünde begangen hat, die ein Todesurteil nach sich zieht. Bedeutet, das geht darum, wenn du gesündigt hast und ein Todesurteil nach sich gezogen wird bei dieser Sünde, dann und du dann am Kreuz gehängt wirst, dann bist du verflucht. Aber hat Jesus gesündigt? Nein, 2. Korinther 5, 21, er wusste nichts von der Sünde. Steht sogar in Jesaja 53, dass er sündlos war. Jesaja 53, ein Gerechter für die Ungerechten. Ein Gerechter für die Ungerechten, fertig. So steht's geschrieben. Wir lesen schon im Alten Testament, Jesus ist sündenlos. Genau, tut Buße und lasst euch taufen. Was willst du mir damit sagen, Henrik? Beweis mal, dass Jesus Gottheit biblisch ist. Okay, es steht geschrieben, im Alten Testament sagt Yahweh, es gibt keinen Gott außer mir. So, ich gebe meinen Ruhm noch den Götzen. So, die Ehre, die mir gebührt, gebe ich keinem anderen. So. Jesus sagt in Johannes 5, 23, ehrt mich wie den Vater, wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der mich gesandt hat. Okay, Jesus sagt, ehrt mich wie den Vater, bedeutet, Yahweh sagt im Alten Testament, die Ehre, die mir gebührt, meine Ehre, gebe ich niemandem. Jesus sagt, ehrt den Vater wie mich, bedeutet, Jesus erwartet die gleiche Ehre wie der Vater. Option Nummer 1, Jesus ist Yahweh. Option Nummer 2, Jesus hat gelogen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass Jesus ein Lügner ist, oder? Dazu sehen wir noch. Es gibt viele, die sagen, ja, Jesus ist Gott, aber er ist nicht der Gott, er ist nicht Yahweh. Okay, was ist eigentlich mal Gott? Gott heißt Allmächtigkeit, Bevollmächtigung. Bedeutet,
Der Mose wird auch Gott zum Pharao genannt. Ist der jetzt Yahweh? Nein. Der Teufel wird Gott dieser Welt genannt. Ist der jetzt Yahweh? Nein. Jesus, die sagen, ist nur ein Gott. Okay. Wenn Jesus nur ein Gott ist, dann was ist mit Johannes 17,3? Da sagt Jesus, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Wir argumentieren damit, Jesus ist auch dieser einzig wahre Gott, wie der Vater und der Heilige Geist. Sie argumentieren, ja, das bedeutet, der Vater ist über dem Sohn. Okay. Dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen. Das heißt, der Vater ist der einzig wahre Gott. Bedeutet, ist Jesus Gott, aber nicht Yahweh, so Gott wie der Vater, dann ist Jesus ein falscher Gott, weil der Vater der einzig wahre Gott ist. Fertig. Dazu sehen wir noch in der Bibel, Jesus wird beschrieben als unsichtbar und sichtbar gleichzeitig. Jesus offenbart perfekt Gott, Johannes 1,18. Johannes 1,14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das ewige Wort Gottes, vom Vater ausgehend. Das lesen wir schon in dem Alten Testament. Durch das Wort ist alles geworden und nichts ist ohne das Wort geworden. Was sehen wir? 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6. Und so haben wir einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Bedeutet Jesus das Wort, weil durch das Wort ist alles geschaffen. Das sehen wir nochmal verdeutlicht in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13. Jesus wurde wortwörtlich als sein Name das Wort Gottes betitelt. Das heißt, vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geist ist alles entstanden. Essentiell ist es eine Handlung. Gott handelt, es ist eine Handlung. Was der Vater tut, das tut der Sohn. Was der Sohn tut, das tut der Vater. Das ist die Sache. Aber innerhypostatisch zeugt der Sohn nicht, aber der Vater zeugt. Das muss man immer wieder sehen. So. Hallo? Jo, alles klar? Ja, bei dir. Danke. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, ja. Wie kommst du aber drauf, dass Jesus Gott ist, ja? Das steht in der Bibel. Was steht denn da ganz genau? Jesus sagt, ich lese dir vor, okay? Lies mal. So, Offenbarung 21,6. Dort steht geschrieben, er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das sagt Jesus. Also ist Jesus gestorben, ja? Jesus ist gestorben, ja. Also stirbt dein Gott. Gott, dem Fleisch nach, ist gestorben. Guck mal, weil Gott nicht sterben kann, wurde er Mensch, um für uns zu sterben. Checkst du das? Gott kann nicht sterben, deswegen wurde er Mensch, um für uns zu sterben. Wo ist der Sinn dabei? Sein Fleisch Sinn, stirbt, aber seine Seele nicht, wa? Ist doch auch bei dir so, oder? Wenn dich jemand tötet, tötet er deine Seele oder dein Fleisch? Nein. Kann er deine Seele töten oder kann nur Allah deine Seele nehmen? Allah nimmt mir die Seele? Genau, also kann man nur dein Fleisch töten? Nein, Bruder. Nein? Wie denn sonst? Nein. Tötet der deine Seele auch, wenn er dich tötet, oder wie ist das? Was war das für ein Geräusch? Schämst du dich nicht? Wo schäme ich mich? Was willst du? Warum machst du Furzgeräusche? Bist du bescheuert oder was? Wir reden doch nicht. Wo habe ich Furzgeräusche gemacht, Kollege? Tam, Idiot, ja, was ist los mit dir? Ja, raus. Wenn du dich nicht unterhalten kannst, dann. Ey, diese Muslime, ne? Ey, das ist der Wahnsinn. Letztes hat mich auch geschockt, so Lewis Hamilton ist auf einmal bei Ferrari, ja. Aber anderes Thema. Er hat mich schlafen geschickt, er kommt mir auch die Frage beantworten. Er kommt mir voll die Frage beantworten, ja. Leute, wenn jemand euch tötet, tötet er euer Fleisch. Wenn jemand euch die Hand gibt, dann gibt er euch die Hand. Also Hand gegen Hand. Er greift nicht in deine Seele rein, er greift nicht in deinen Geist rein. Ich glaube, das checken die nicht. Und weil Jesus Fleisch nicht nur eine Hülle war, sagen wir, Gott dem Fleisch nach ist gestorben. Aber nicht, wir sagen nicht, dass Gottes Geistwesen sterben kann. Weil es steht selber geschrieben, dass Jesus unsterblich ist. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16 und 15. Das checken die einfach nicht. Die argumentieren wie Atheisten. Gott ist auch kein Mensch, Gott wurde Mensch.
So, Jesus ist im Himmel, zur Rechten des Vaters. Keine Ahnung, die Zeugen Jehova, die sind natürlich auf der Straße. Aber es macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Diese Leute, das sind irgendwelche Hampelmänner, die haben ja gar keine Ahnung von der Bibel. Ja, es sind einfach irgendwelche Götzendiener. Die werden eh die ganze Zeit von vorne bis hinten rasiert von Christen. Jesus erlaubt mir nicht, andere Menschen zu beleidigen, nein. Ich habe auch hier keinen beleidigt. Ja, sollen die Zeugen Jehova mal hochkommen? Die haben mehr Ahnung, Yallah, Habibi. Komm mal hoch. Wir debattieren, ob der Heilige Geist eine eigenständige Person ist. Kommt gerne hoch, Zeugen Jehova. Ach so, das meinst du, Charlie. Alles gut. Die Zeugen haben recht. Ja, dann sollen die hochkommen. Ich komme zu denen auf Straße. Ich komme immer zu denen. Die sollen mal jetzt hier hochkommen. Ich mache die auch Real Life. Fertig. Unitarier, Zeugen Jehova. Ich habe mich schon genug informiert, dass ich weiß, dass der Christentum die Wahrheit ist und dass die Trinität die Wahrheit ist. Diese Mäubelat. Der Christentum ist die Wahrheit. Ich debattiere nicht mit Frauen. Ich debattiere nicht mit Frauen. Wenn Frauen hochkommen möchten oder so Muslime, die können Fragen stellen, ich beantworte die. Ich gebe denen vielleicht noch was mit, aber mit denen debattieren tue ich nicht, weil es unfair ist, wenn man mit Frauen debattiert. Du kannst sie richtig in die Ecke drängen, so. Das ist unfair, das macht man einfach nicht als Mann. Mann gegen Mann. Gott kann nicht sterben, deswegen wurde er Mensch, um für uns zu sterben. Hol die Chicken aus KFC. Like den Stream, Leute. Immer weiter liken. Machen wir doch die 50k voll, ja? Machen wir doch die 50k voll. Jesus ist Gottes Sohn, ja? Gottes Sohn und Gott. Jesus ist auch ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet, weil Johannes der Täufer wird in Lukas 7 mehr als ein Prophet genannt. Und wenn er über Jesus sagt, dass einer kommen wird, der viel größer als ich ist, das Lamm Gottes, was ist denn Jesus? Er sagt sogar, Jesus war vor mir. Kann mir das auch jemand erklären? Wie kann Johannes der Täufer sagen, Jesus war vor mir? Islam wird siegen. Dann widersprichst du deinem Propheten. Allahu Akbar. Ja, Allah. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Boah, Dankeschön. Dankeschön. Genau, Jesus hat schon gesagt, das steht in der Bibel, in Johannes irgendwo, Gottes Segen, Otto Schader, Bruder. Bester Mann, ja, bester Debattierer hier, aber er debattiert nicht mehr. Dankeschön für die Geschenke. Das steht irgendwo in Johannes, dort steht, Jesus hat die Welt schon besiegt. Also. Oha. Gottes Segen, Bruder. Deswegen kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Gelobt sei Gott. Wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, und dir? Alhamdulillah. Was eine Ehre, dass du hier oben bist, Bruder. Bruder, es ist mir eine Ehre, dass ich hier oben sein darf. Nein, Bruder, auf mein Kopf, ja. Bruder, ich finde es sehr, sehr lustig in der heutigen Zeit, wie viele Leute es für selbstverständlich halten, einfach gegen Religion zu sprechen. Also auch, ich rede auch von Muslimen.
wie sie es für selbstverständlich halten, über jede kleinste Kleinigkeit zu diskutieren, anstatt sich wortwörtlich auf ihren eigenen Lebenswandel zu konzentrieren. Genau so ist es, ja. Das ist unglaublich. Es ist so eine Respektlosigkeit. Nicht nur eine Respektlosigkeit gegen uns, sondern gegen ihre eigene Seele. Weil ich meine, im Endeffekt sollte man sich ja darum bemühen, der Errettung so nah wie möglich zu sein. So wie es auch die Heiligen waren, als sie angefangen haben, ihr Leben Christus zu schenken und einen wahren Lebenswandel durchzuleben. Und was machen diese Leute? Sie durchleben absolut gar keinen Wandel. Und wenn, dann nur einen negativen. So ist es ja. Ja. Das ist kein Spaß. Also die Hölle ist kein Spaß, das sagt uns auch die Bibel ganz klar. Also, auf gar keinen Fall. Sie ist real, ja. Genauso wie auch der Himmel real ist, genauso wie auch die Präsenz der Heiligen real ist und auch Gottes Präsenz, gelobt sei Gott. Und wir sollten auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir nicht nur in Bezug auf unseren Intellektuell uns, also auf unseren Intellektu, auf unseren Intellekt weiterbilden, sondern tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise geistig. Weil ich meine, was nützt dir dieses ganze Wissen über die Religion, wenn du dieses Wissen gar nicht erst umsetzt? Das stimmt. Wofür tun wir das Ganze überhaupt? Richtig. Und deswegen denke ich mal, also man müsste auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein bisschen weiterdenken. Und ich denke mal, viele Muslime denken gar nicht so weit. Also ist nichts Respektloses, aber ganz ehrlich, hier fangen Leute mit 12, 13, 14, 15 Jahren an zu debattieren, die noch nicht mal im Stimmbruch sind und irgendwie Sachen zu behaupten, die wir schon lange durchgekaut haben, ehe sie überhaupt nachdenken konnten, gefühlt. So ist es ja. Das stimmt. Die denken, die können irgendwas widerlegen, so, ja. Schau mal, Bruder. Du musst dir eine Sache vor Augen haben. In der Orthodoxie ist es nicht einfach nur so, dass wir uns, keine Ahnung, denken, ja, wir haben jetzt die Bibel und damit wäre das Thema gegessen und wir lesen es so, wie wir wollen und wir handeln so, wie wir wollen oder sonst was. Ganz im Gegenteil. Sondern alles, wonach wir leben, alles, wonach wir streben, ist schon seit mehr als 2000 Jahren einfach festgesetzt. Ja, in Bezug auf unsere religiöse Praktik. Wir haben alles von den Aposteln überliefert, von ihren Schülern und von ihren Schülern und von ihren Schülern in einer Kette von Amtsträgern, die bis in die heutige Zeit hingeht. Wer kann sowas vorbringen? Niemand. Ja. Keiner hat so eine schöne Überlieferungskette, eine gültige Kette voller Amtsträgern bis in die heutige Zeit. Ein Priester, den wir draußen sehen, einen orthodoxen Priester. Ich rede nicht von irgendwelchen protestantischen Pastoren oder von irgendwelchen Papisten oder sonst irgendjemanden. Ich rede wortwörtlich nur von der Orthodoxie. Wenn man einen orthodoxen Priester sieht, so kann man sich sicher sein, dass seine Kette auf Christus zurückgeht. Auf das erste Jahrhundert und auf die heiligen Apostel. Wer hat sowas in der heutigen Zeit zu bieten? Niemand. Als damals beispielsweise die Irrlehrer und Heretiker gekommen sind, das sind eben die, die halt eben falsche Lehren haben und uns irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Sachen umzustimmen aus der Heiligen Schrift oder sonst was. Als damals die heiligen Väter mit den Heretikern zu tun hatten, und ich meine, das geht so seit dem ersten Jahrhundert, schon die heiligen Apostel haben ja gegen die Heretiker angekämpft. So war die allererste Frage der Heiligen, beispielsweise der heilige Irenäus von Lyon, ein Vater des zweiten Jahrhunderts, er schreibt genau über das Gleiche. So ist die erste Frage, die man sich stellen muss, woher habt ihr diese Lehre empfangen? Könnt ihr beweisen, dass diese Lehre von den Aposteln stammt? Und das war der Knockout für alle Heretiker. Das heißt, wenn irgendjemand über Christus reden möchte, so muss er erstmal beweisen, dass in Bezug auf seine Lehre er wahrhaftig genug ist, dieses Thema überhaupt ansprechen zu dürfen. Ein Mohammed hat sowas nicht. 600 Jahre später hatte er kein Rederecht, über Jesus zu reden. Hat er seine Lehre von den Aposteln empfangen? Wenn ja, von welchem? Gib mir die Kette. Wir haben sie. Starke. Und genau deswegen schießen sich da die Muslime 100% selber noch ab. Egal, wie wir es drehen und wenden. Was hat Jesus wirklich gesagt? Wenn man herausfinden will, was Christus wirklich gesagt hat, schlag das heilige Evangelium auf. Ja. So. Ich meine, das sind Quellen aus dem ersten Jahrhundert. Wir können nachweisen, dass es Quellen aus dem ersten Jahrhundert sind. Durch die heiligen Väter, die schon im zweiten Jahrhundert uns darüber Bescheid gegeben haben, von wem die jeweiligen Evangelien sind und wem sie zuzuordnen sind.
Sei es ein Irenäus von Lyon, sei es ein Papias von Hierapolis, sei es beispielsweise auch ein Tertullian, ein Origenes, sei es von mir aus ein Eusebius von Caesarea, sei es ein Epiphanius von Salamis. Wir können in jedem Jahrhundert nachweisen, dass die Evangelien von diesen Personen geschrieben worden sind, von denen wir sagen, dass sie auch gekommen sind. Und zwar von dem heiligen Apostel Matthäus, von Markus, Schüler der Aposteln, von Lukas, Schüler der Aposteln, der durch die Aposteln jeweils auch unterwiesen worden ist. Das heißt, die Quelle geht wieder auf die Aposteln zurück. Und durch den heiligen Apostel und Jünger Johannes, der übrigens der Lieblingsjünger Christi war, so wie er selber in den Evangelien beschrieben wird. Ehre sei Gott. Wer hat sowas noch? Und da ist sich sogar die säkulare Wissenschaft einig, die Atheisten. Und zwar, dass der am besten bewiesenste Fakt über das Leben von Christus sein Tod und seine Auferstehung ist. So ist es, ja. Darüber kann man so viel diskutieren, wie man möchte. Der heilige Apostel Paulus sagt, das ist Dreh- und Angelpunkt unserer Religion. Kreuzigung und Auferstehung. Also, gelobt sei Gott. Wenn sogar Atheisten sagen, die unsere Feinde sind, ja, es ist so passiert, so, wir können nichts dagegen ausrichten. Da hat sich die Sache gegessen, ganz eindeutig. Ja. Auf jeden Fall wohl. Ja, so was soll man dazu noch sagen? In der Welt gibt es natürlich sehr, sehr viele böse Dinge, die auch tagtäglich passieren. Aber ich glaube, manche Leute vergessen halt eben den Mehrwert, den man aus solchen bösen Sachen herausziehen kann. Beispielsweise hier kam sinngemäß so eine Frage mit, was ist mit beispielsweise den Priestern, die auch so böse Sachen vielleicht veranstalten oder machen, so. Ich bin selber orthodox. Erstmal müssen wir festhalten, vieles davon ist Propaganda gegen die Kirche. Ja. Sehr, sehr vieles davon. Fernab, wir sind keine Katholiken. Ja, wir gehören nicht der römisch-katholischen Kirche in dem Sinne an, dass wir irgendwie ein Problem hätten mit irgendwelchen Vergewaltigungen oder sonst was. Wir haben nicht die Probleme wie beispielsweise die Protestanten, dass wir eine unkonstante Lehre haben, die wir nicht beweisen können. Wir sind orthodox. Wir sind rechtgläubig in unserer Lehre. Wir haben all diese Probleme nicht. Und wenn es Leute gibt, die böse Sachen machen, dann tun sie es meistens aus Bosheit, weil sie selber Macht haben wollen. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, tun sie das, weil die Religion es sagt, oder tun sie das, weil sie selber darauf Bock haben? Und das Zweite ist dann eher die Antwort. Stark, ja. Also, wie gesagt, Bruder, da hast du recht. Also allgemein hier auch an die Christen auf TikTok. Wir sollten nie vergessen, warum wir das Ganze hier tun. Das geht um die Errettung. Und das bringt halt nichts, wenn wir das mit der Intention haben, hier nur Knockouts zu verteilen und nicht den Leuten zu helfen. Es geht wirklich um die Errettung der Leute. Das sind Menschenleben, das sind Seelen, die verloren gehen. Wenn man nicht an Christus glaubt. Richtig. Und das ist auch genau das, was Christus uns predigt. Und zwar, Wir müssen uns manchmal bewusst sein, dass Christus nicht so ein großer Redner war. Dass er nicht einfach die ganze Zeit nur am Reden war und Friede, Freude, Eierkuchen war alles. Und er ist zu den Menschen hingegangen und er hat einfach angefangen, sie voll zu labern. Gott bewahre, ganz im Gegenteil. Christus hat oftmals sehr, sehr tiefgründig gesprochen. Manchmal hat er auch einfach nur geschwiegen. Ja, beispielsweise in Bezug auf die Geschichte mit der Ehebrecherin. Da wurde auch Christus mehrere Male hintereinander gefragt und er hat nicht geantwortet. Warum hat er nicht geantwortet? Um eben in Bezug auf diese Stille die Nachdenklichkeit diesen gewissen Personen geben zu können. Dass sie über gewisse Sachen vorher nachdenken, bevor sie sprechen. Und wir sehen das an vielen Stellen im Evangelium, wie wenn beispielsweise Christus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Dass das Stellen sind, die sehr, sehr tief zu deuten sind. Beispielsweise, was bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Weißt du das, Bruder? Dass man alles liegen lässt, oder? Dass man alles liegen lässt. Dass man aufhört, sich selbst nachzufolgen. Und wenn du dir selbst nachfolgen möchtest, wohin kommst du? Wohin wirst du gehen? Wenn man nach dem Fleisch handelt, ja. Richtig. Und ich glaube nicht, dass das ist, was wir wollen. Dass die eine Sache vor Augen haben. Du bist endlich, Gott ist unendlich. Du bist unwissend, aber Gott ist allwissend. Da wir schon diese Barriere haben zwischen dem Menschen und Gott, werden wir als Menschen es niemals alleine schaffen, zu Gott zu kommen.
Auf gar keinen Fall. Und deswegen ist Gott derjenige, der zu uns gekommen ist, um diese Barriere aufzubauen. Deswegen muss es so sein, anders geht es nicht. Ja. Und genau deswegen sagt uns auch Christus, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Und zwar, damit er uns sagt, ey, sieht euren Sünden in die Augen. Metaphorisch gesehen natürlich. Schaut euch an, was ihr gemacht habt und lasst es liegen und folgt mir ab diesem Moment jetzt nach. Tut Buße, kehrt um. Denn Gott ist zu uns gekommen, damit wir zu ihm gelangen. Ganz einfach. Genau. Und Bruder, das ist tatsächlich sogar der Beweis dafür, dass wir uns jedes Mal, beispielsweise wenn wir in der Kirche sind und uns bekreuzigen, uns genau an diese Worte des Herrn erinnern, wenn er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Deswegen bekreuzigen wir uns beispielsweise, damit wir uns bewusst sind, in diesem Moment sollten wir Christus folgen. Und genau das tun wir auch. Wir nehmen unser Kreuz auf uns. Wir sehen der Wahrheit ins Auge. Egal ob gut oder schlecht. Und das ist beispielsweise die Erinnerung, die wir tagtäglich tun. Beispielsweise im Gebet, wenn wir uns bekreuzigen. Und ich meine, wie schon gesagt, wer macht sowas denn noch außer wir? Und deswegen ist die Orthodoxie die Wahrheit. Wir handeln nach den Worten und nach den Taten Christi. Durchgehend durch. Nach den Taten, die nicht nur durch Christus selber gegeben worden sind, sondern die auch durch die Apostel überliefert worden sind. Und durch die heiligen Väter vom 1. bis ins 21. Jahrhundert, knapp 2000 Jahre. Und Bruder, ganz ehrlich, das sollte für jeden eine gewaltige Ehre sein. Außer natürlich für die, die nicht hören wollen. Wie auch beispielsweise der angebliche falsche Prophet, der Muslime Muhammad. Genau. Einfach Kreuzigung weggeworfen, ja. Es erschien ihn nur so und fertig. Gott bewahre, Bruder. Das ist ja nichts anderes als eine gnostische Idee gewesen. Weißt du, warum die... Es gab eine gnostische Gruppe. Und zwar die Basiliden. Schon mal gehört bestimmt, ne? Ja. Ich muss dir da, glaube ich, nicht viel erzählen. Weißt du, warum aber Basilides die Kreuzigung abgelehnt hat? Nein. Die Gnostiker, beziehungsweise allgemein diese komische heidnische Lehre von diesen Menschen, von diesen Heretikern, bestand darauf, immer einen tieferen Sinn in gewissen Abschnitten des Lebens zu sehen. Gnosis kommt aus dem griechischen Gnosis und bedeutet nichts anderes als Erkenntnis oder Weisheit. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass diese Leute gedacht haben, okay, wir bräuchten private Offenbarungen von Gott. Nur wir sind diejenigen, die auserwählt sind, die gewisse Sachen erkennen können. Die anderen können sie nicht erkennen. Deswegen war es auch tatsächlich so, dass sich meistens diese Leute zu falschen Propheten eben eher selber erhoben haben. Sie haben gesagt, wir haben die Weisheit dahinter. Gott hat mit uns gesprochen. Die Frage ist, warum sollte Gott nur mit einem Menschen sprechen und nicht mit der gesamten Menschheit? Er hat immer nur mit der Menschheit gesprochen. Auch beispielsweise schon im Alten Testament. Gott sagt, er hat nie im Verborgenen gesprochen. Und jetzt sehen wir einen Basilides beispielsweise, der sagt, Materie ist schlecht. Alles Weltliche ist schlecht. Wir werfen alles Weltliche ab. Er hat nicht mal daran geglaubt, dass Christus wortwörtlich auf Erden war. Er hat eher daran geglaubt, dass Christus so wie ein Hologramm auf Erden gewesen ist. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, kann ein Hologramm, also etwas, was nicht weltlich ist, gekreuzigt werden? Nein, geht nicht. Und genau deswegen hat er auch nicht daran geglaubt, dass Christus gekreuzigt worden ist. Und dreimal darfst du raten, wer diese Idee übernommen hat? Mohammed. Ja. Was will man mit solchen Menschen anfangen? Aus einer Heresie, aus einer Irrlehre, aus einer falschen Sache entsteht immer eine andere falsche Sache. Eine Irrlehre, eine Heresie. So war es schon immer. Ja, das heißt, wir brauchen einfach nur einen Stein, der fällt und das gesamte Kartenhaus zerbricht ineinander zusammen. Und das sehen wir bei den Heretikern. Eine Heresie hat immer zu anderen geführt. Die Leute, die sich den Aposteln nicht unterordnen wollten, das sehen wir beispielsweise in Apostelgeschichte 8, sie haben angefangen, ihre eigenen Sekten zu gründen. Eben weil sie Reichtum haben wollten oder sonstiges. Sie haben sich abgewandt von der Wahrheit. Muhammad war nicht besser. Er hat sich abgewandt von der Wahrheit. Ja. So ist es. Das Wichtigste widersprochen, Bruder, die Kreuzigung. So, Maria, ja, ist die Mutter von Jesus, der Messias, so. Aber Kreuzigung,
Ja, Bruder. Also in Bezug auf Christus haben sie nichts richtig hinbekommen. Ja, das stimmt, das ist Katastrophe. Also sogar das Einzige, wovon ich sagen würde, okay, im Koran könnten wir damit übereinstimmen, ist, dass sie sagen, Maria ist die Mutter von Christus. So, mehr nicht. Ja. Mehr nicht. Und sogar das ist unvollständig. Weil wie könnte man beispielsweise den Namen Theotokos ablehnen? Das ist unmöglich. Christus ist Gott. Wie könnte man dann beispielsweise den Namen Anführungsstrichen Gottesgebärerin ablehnen? Mohammed hat das gemacht. Und warum? Weil er nicht daran geglaubt hat, dass Christus Gott ist. Genau. Sogar in unseren Sprachen, beispielsweise auf Serbisch. Es ist Bogorodica. Wortwörtlich Theotokos, also Gottesgebärerin oder Gottesausträgerin. Ja, und gelobt sei Gott. Wir sehen, unsere Lehre in diesem Fall ist immer standhaft geblieben. Das sind die Worte der heiligen Elisabeth in der Heiligen Schrift, wenn sie zu Maria sagt, wie es überhaupt sein kann, dass die Mutter ihres Herrn zu ihr kommt. Die Mutter ihres Herrn. Warum hat die heilige Elisabeth sowas gesagt? Weil sie es genau wusste. Sie wusste, Christus ist Gott. Wenn wir uns das heilige Evangelium nach Matthäus durchlesen, lesen wir Matthäus 2, also Matthäus Kapitel 2, direkt drei Stellen, in denen Christus angebetet werden soll. Er war ein Kind, er wurde als Kind geboren. Und trotzdem wussten beispielsweise die heiligen drei Könige damals schon was? Ja, dieser, der geboren werden soll, so wie auch in Micha 5 prophezeit worden ist im Alten Testament, ist derjenige, der seine Existenz von der Ewigkeit an besitzt, der von einer Frau geboren werden soll, der Gott ist, der die Welt geschaffen hat. So wie in Johannes 1 oder auch in den Psalmen gelobt sei Gott, Psalm 119 beispielsweise. Genau, die Leute, die haben ja Jesus auch irgendwo erwartet, weil es gibt doch diese Geschichte, dass da so ein Licht kam oder so. Ja, richtig, über Bethlehem. Ja, richtig, der Stern über Bethlehem. Tatsächlich, beispielsweise, das bestätigen auch Rabbiner. Beispielsweise Rabbiner Abba Hillel Silva, ein neuzeitlicher Rabbiner, der hat das Buch Daniel mal ein bisschen analysiert. Und wir haben im Buch Daniel, in Daniel 7, eine Prophezeiung, und zwar, wann der Messias geboren werden soll, wann Jerusalem beispielsweise fällt und so weiter und so fort. Rabbi Abba Hillel Silva sagt beispielsweise, die Menschen haben den Messias um das erste Jahrhundert nach Christus herum erwartet. Und er sagt sogar noch präziser. Er sagt, der Messias sollte um das zweite Viertel des ersten Jahrhunderts herum auf die Bühne kommen und da erscheinen. Und das ist genau das, was wir glauben. Wir glauben, dass Christus im Jahre 30 angefangen hat zu predigen. Im Jahre 33 wurde er gekreuzigt. Und sowas lässt man, also kann man beispielsweise auch anhand der Heiligen Schrift errechnen. Rabbi Maimonides, der größte Rabbiner, ja, den es überhaupt jemals gab, aus dem 12. und 13. Jahrhundert, ja. Rabbi Maimonides sagt beispielsweise in Bezug auf diese Prophezeiung in Daniel, dass sie versiegelt worden ist. Er sagt, es gibt bestimmt Leute, die unwissend sind im Volk, ja, die versuchen würden, diese Stelle zu lesen und die versuchen würden, diese Stelle zu deuten. Und sie würden darauf kommen, dass die messianische Zeit schon längst da sein sollte. Die Frage, die sich diese Leute dann stellen würden, ist, wenn der Messias doch schon kommen sollte, gemäß dem heiligen Propheten Daniel, warum sehen wir nichts von ihm? Und dann sagt Rabbi Maimonides, die Weisen, also die Rabbiner, haben diese Stelle versiegelt zur Interpretation. Sie dürfen diese Stelle gar nicht erst interpretieren. Sie sagen, die Bedeutung ist eine andere, eine unbekannte. Wie könnte man sowas behaupten? Wortwörtlich, die Juden haben zu diesem Zeitpunkt den Messias erwartet. Im Jahr 0 haben sie den Messias erwartet. Egal wie man es dreht und wendet. Man kann so viel versuchen, wie es auch nur irgendwie geht. Im Jahr 0 sollte der Messias kommen. Und er ist gekommen, Ehre sei Gott. Und im Jahr 33 nach Christus wurde er gekreuzigt. An Ostern, gelobt sei Gott, bei seiner Auferstehung wurde die Kirche gegründet, und zwar indem den heiligen Aposteln der Heilige Geist gegeben worden ist und die Weisung des Christus, der noch 40 Tage bei ihnen blieb, sie dann rumgegangen sind um die ganze Welt und die gesamte Welt missionierten. Der heilige Apostel Thomas beispielsweise ist sogar bis nach Indien gereist. In Indien gab es im ersten Jahrhundert Christen. Ja, offen. Genauso sind auch die heiligen Apostel, beispielsweise der heilige Apostel Bartholomäus, ist sogar bis in den Kaukasus hingereist.
Der heilige Apostel Paulus kam sogar bis zur Balkanküste. Er hat die Illyrer missioniert beispielsweise. Später hat der heilige Apostel Petrus die Stühle von Antiochien, von Alexandria und Rom gemeinsam mit dem heiligen Apostel Paulus gegründet. Die Schüler der heiligen Apostel, sie sind sogar bis nach Großbritannien vorgedrungen, im ersten Jahrhundert. Sie haben die ganze Welt schon im ersten Jahrhundert bereist. Ehre sei Gott. Genau, so hat es auch Jesus aufgefordert. Richtig, ja. Und zwar in 28,19. Richtig, geht hinaus in die Völker und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und nicht nur Christus hat ihnen das erteilt, sondern was haben denn die heiligen Apostel selber erteilt? Wenn wir uns die Didache durchlesen, die Didache ist die früheste Kirchenordnung, die es überhaupt gibt. Sie wird ungefähr auf das Jahr 50 nach Christus datiert. Ja, ungefähr 50 bis 60 nach Christus, kann man auf jeden Fall sagen. Erstes Jahrhundert, und dazu gibt es einen Konsens. In der Didache wird in Kapitel 7 gleich zweimal die Taufformel aus Matthäus 28,19 zitiert. Und es wird was gesagt, dass man halt eben die Gläubigen im fließenden Wasser im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft. Alles so, wie wir es heute auch machen. Und es wird sogar noch besser. Die Didache ist die Lehre der 12 Apostel. Es ist ein Werk, was durch die Apostel niedergeschrieben worden ist, durch die Schüler der Aposteln, besser gesagt, die gewisse Sachen zusammengefasst haben für das christliche Leben. Wir finden da viele Vorschriften. Es gibt dieses Werk auch im Internet zu lesen. Ich habe es auch hier als Buch bei mir. Kann ich auch empfehlen. Also jeder, der sich über das frühe Christentum informieren möchte, einmal die apostolischen Väter lesen. Ja. Und in der Didache ist es beispielsweise so, dass wir auch sehen, ey, vor der Taufe wird auch gefastet, 3 Tage lang. Das heißt auch schon, das Fasten ist im ersten Jahrhundert belegt. Unsere Feiertage sind im ersten Jahrhundert belegt. Unsere Praktik, unser Gebet, die heilige Liturgie, diese Liturgie, die wir feiern, jeden Sonntag in der Kirche, geht beispielsweise auf den heiligen Apostel Jakobus zurück, auf die Jerusalemer Urgemeinde. Der heilige Johannes Christos hat sich im 4. Jahrhundert hingesetzt und hat die Liturgie beispielsweise, unseren Gottesdienst wieder zusammengefasst. Ja. Und Teile davon gehen auf die heiligen Aposteln zurück. Wer hat sowas? So wie wir Gott verherrlichen, so haben es die Aposteln gemacht. Wer hat sowas? Niemand. Nur wir. Sogar die Katholiken haben ihre Liturgie geändert. Ohne jetzt gegen sie zu erschießen zu wollen, aber es ist der Fall. So ist es nun mal. Und Ehre sei Gott, wir sind unverändert geblieben, ohne Neuerung, ohne gar nichts. Genau. Und die heiligen Aposteln, ne? Weil hier jetzt auch schon von der Anja gesagt wurde, das wusste ich nicht, wird in der evangelischen Kirche nicht gelehrt. Natürlich wird sowas in der evangelischen Kirche nicht gelehrt. Weil die evangelische Kirche eben auf gewissen Grundprinzipien beruht, die schon immer von den Christen abgelehnt worden sind. Beispielsweise Sola Scriptura. Eine Häresie der Neuzeit, durch Luther eingeführt, durch Calvin und Zwingli fortgeführt, die besagt, dass nur alleine die Heilsbotschaft in der Heiligen Schrift vorzufinden ist und dass man nur die Heilige Schrift braucht, keine Tradition oder sonst was. Ohne die Heilige Tradition wissen wir gar nicht, von wem die Heilige Schrift kommt. Wo in Matthäus steht, dass der heilige Apostel Matthäus das Evangelium niedergeschrieben hat? Wo in Johannes steht, dass der heilige Apostel Johannes dieses Evangelium niedergeschrieben hat? Wo in Lukas steht das? Wo in Markus steht das? Woher weißt du, von wem der Hebräerbrief ist? Im Hebräerbrief steht kein Name drin. Ja. Woher weißt du, dass der Philemonbrief zum Kanon gehört? Der Philemonbrief ist so klein, wir können aus ihm nicht mal theologische Weisheit herausziehen. Historische ja, aber theologisch nichts. Was ist mit dem Judasbrief? Auch so gering vom heiligen Apostel Thaddäus Judas niedergeschrieben. Ein einziges Kapitel. Woher weißt du, dass das zum Kanon gehört? Und sowas weiß man woher? Nur aus der kirchlichen Tradition. Und deswegen okay. Fällt auch beispielsweise der Protestantismus direkt weg. So ist es. Das ist ja das Problem, Bruder. Guck mal, diese allgemein, die Trinität und so weiter und so fort, das nehmen die von uns mit. So, und dann machen die aber daraus ihre eigene Lehre, Bruder. Aber ohne uns hätten die diesen Standpunkt nicht, den sie haben mit der Bibel, mit der Trinität, mit Jesus Gottheit, mit den zwei Naturen, mit allem eigentlich. Richtig. Und wo ist dieser Standpunkt? Bei den heiligen Vätern und bei dem Konsens der Kirche.
Konsens, ja. Manchmal, guck mal, ich habe dieses Gefühl, das hatte ich auch, ne, bevor ich orthodox geworden bin. Ich hatte dieses Gefühl, als wenn man von der Kirche, also wenn man gesellschaftlich, ne, von der Kirche spricht, dass man sowas Dämonisches damit meint, so eine weltliche böse Institution oder sonst was. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Die Kirche ist weitaus mehr. Die Kirche ist auch das, was die Aposteln gepredigt haben. Und zwar, dass wir halt eben geistige Glieder sind und geistig miteinander, ja, verwurzelt sind. Die Kirche ist nicht nur etwas Weltliches, sondern die Kirche ist das Spiegelbild Christi. Genauso wie auch Christus, ja, seine zwei Naturen besitzt, so ist es auch nicht anders in der Kirche. Dass es einmal etwas Weltliches ist, was wir sehen können, wo wir Gott verherrlichen können, aber auch gleichzeitig eine geistige Instanz, in der eben der Konsens der heiligen Väter und die Lehre klargemacht wird. Die Kirche ist immer ein bisschen mehr als irgendwie so ein Gebäude oder sonst was. Der Kirche ist gemäß dem heiligen Apostel Paulus, gemäß dem Epheserbrief, der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. So, und das müssen wir uns vor Augen haben. Das heißt, wenn wir von der Kirche sprechen, sprechen wir nicht von irgendeiner bösen Institution. Wir sprechen nicht von Sklaverei. Damit hat erstmal die Orthodoxie nichts zu tun. Wir sprechen nicht von der Hexenverfolgung. Wir sprechen nicht irgendwie von der Lehre, dass die Erde flach wäre oder sonst was. Die heiligen Väter haben an sowas nie geglaubt. So, ganz einfach. Und wer sich belesen will, liest. Im Internet gibt es alles. Also wie schon gesagt, es ist nicht sehr viel. Ja. Es ist nicht sehr viel. Also man kann locker easy innerhalb von ein paar Jahren sich dieses ganze Wissen ansammeln, ehrlich. Ja. Bruder, wirklich, ich mach das ja. Also ich bin wirklich gläubig geworden, so ziemlich genau vor einem Jahr, ne? Mhm. Bibel lesen tue ich seit 7 Monaten oder so, Bruder. Weißt du? Bisschen Kirche beschäftigt und so, aber das kriegt man schon hin. Ich glaube sogar in 1-2 Jahren locker. Ja, Bruder, 100%. Hier kam auch beispielsweise die Frage von Christina, woher wir wissen, dass Christus gemäß dem julianischen Kalender am 7. Januar geboren worden ist. Wir müssen eine Sache festhalten, der 7. Januar ist nur die Zeit gemäß dem gregorianischen Kalender. Also der gregorianische Kalender hat nochmal so ein bisschen die Zeitverschiebung ausgerechnet und die Schaltjahre dazu gerechnet und so weiter und so fort, und deswegen verschiebt sich die Zeit. Wenn wir von Christi Geburtstag sprechen, sprechen wir wortwörtlich von der Nacht vom 24. zum 25. Dezember. Heute umgerechnet im gregorianischen Kalender ist das der 6. beziehungsweise der 7. Januar. Ja, also nur das, dass wir das in den Augen haben. Die heiligen Väter haben das Geburtsdatum sogar ausgerechnet anhand der heiligen Schrift. Das Geburtsdatum ist anhand der heiligen Väter und anhand von konziliären Beschlüssen errechnet worden und man hat es festgelegt. Das heißt auch schon hier, wir können definitiv wissen, wann Christus geboren ist. Warum? Weil die heilige Tradition es uns sagt. Weil die heilige Tradition es überliefert. Weil die Väter sich damit auseinandergesetzt haben. Weil die Väter es auch noch in Bezug auf ihren eigenen Beweis, in Bezug auf die Rechnung ausgerechnet haben. Es gibt sogar den Fall, wo mehrere Väter auf einmal zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Väter, die sie gar nicht gekannt haben, also unsere Gelehrten, genau dasselbe ausgerechnet haben. Wir wissen ganz genau, wann Christus geboren ist. Unsere Religion ist keine Religion der Spekulation oder sonst was. Wir sind auch nicht wie die Katholiken, dass wir sagen, ja, okay, die Lehre muss sich entwickeln oder so. Nee, wir sagen, die Lehre war schon immer da. Nichts muss sich entwickeln. Wir sind gegen Entwicklung, wir sind gegen Neuerung, ganz einfach. Ja, das Jahr 0 stimmt. Er ist nicht für 3 vor Christus geboren. Aber habe ich auch schon mal gehört. Das ist aber Quatsch. Wieso die Griechen am 25.12. feiern? Weil sie den neujulianischen Kalender haben mit der Schaltjahresrechnung. Der julianische Kalender hat die Schaltjahre nicht mit in seiner Rechnung und die Griechen haben die Schaltjahre mit in der Rechnung und deswegen verschiebt sich der Kalender bei den Griechen. Ja, also, das müssen wir auch vor Augen haben. Tatsächlich bin ich kein großer Freund vom neujulianischen Kalender. Ist aber meine private Meinung. Jedem da das eine, aber ich halte mich wortwörtlich an den Kalender, den auch die heiligen Väter gehabt haben.
Also schon im 1., 2., 3., 4., 5. Jahrhundert. Also ich versuche da so genau wie möglich zu sein. Jano, Bruder, kann ich dir zurückgeben, du bist auch ein Löwe. Und diese Miriam rastet komplett aus mit ihren 56 Abonnenten. Takbir! Ja, also, keine Ahnung, ich glaube, die reden mit sich alleine. Sie kann ja hochkommen, keine Ahnung. Ob ich eine Telegram... Sie kann da hochkommen, ja. Ich wurde gefragt, habe ich eine Telegram-Gruppe? Nee. Also, wenn ihr Fragen haben solltet an mich oder sonst was, ja, okay, aber ich bin auf Discord jetzt auch nicht so aktiv. Aber wenn jemand Fragen haben sollte an mich, mein Instagram ist in meiner Bio, mein Discord ist in meiner Bio, man kann mir auf TikTok schreiben, ich versuche immer zu antworten, also... Solange es etwas Intelligentes ist, weil ich möchte nicht so auf banale Diskussionen heraus. Also ich möchte nicht einfach mit irgendjemandem diskutieren, wo es halt nichts nützt. Ich möchte reden. Ich möchte neutral mit jedem reden. Aber bei Diskussionen und sowas bin ich weg. Außer natürlich, es ist eine Diskussion, die für mich auch einen Mehrwert haben würde. Beispielsweise, wer weiß, in naher Zukunft eine Diskussion über die Zollstation oder sowas. Darauf würde ich mich einlassen. Wenn ein Katholik etwas dagegen hat oder irgendwelche schismatischen orthodoxen Gruppen, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei, gegen die zu debattieren. Aber sonst halte ich mich ein bisschen bedeckt. Ja, wieder diese Fragen. Kannst du mir erklären, warum Jesus gebetet hat? Halt, willst du das oder nicht? Mach du mal. Okay. Also erstmal müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt das Gebet? Ganz einfach, Kommunikation. Weil wir müssen erstmal im Gebet unterscheiden. Es gibt einmal das Gebet in Bezug auf die Kommunikation und es gibt das Gebet in Bezug auf die Verherrlichung. Ja. Und jetzt ist halt so die Frage, wenn Gott ja plural ist in seinem Wesen, also können die einzelnen Personen auch miteinander kommunizieren? Ja, genauso wie ich auch beispielsweise streng genommen meine Mutter um etwas bitten kann und dadurch mit ihr kommuniziere, bete ich sie aber nicht in diesem Zeitpunkt so an, dass sie für mich beispielsweise verherrlicht wird oder sonst was. Deswegen müssen wir erstmal festhalten, Gebet ist Kommunikation. Und Christus betet zum Vater, um mit ihm zu kommunizieren. Aber gleichzeitig ist doch Christus auch unser bestes Vorbild. Was wäre es denn bitte für ein Vorbild, wenn dieses Vorbild für uns gar nicht beten würde oder sonst was. Oder uns dieses Vorbild gar nicht erst zeigt, wie man beten würde. Genau. Er ist ja unser Vorbild für alles. Ja. Richtig. Und ich meine, Christus hat uns ja sogar das beste und das bekannteste Gebet gegeben, was es überhaupt gibt. Und so das Vaterunser. So. Und Christus sagt ja sogar als Anweisung, er sagt ja sogar, wir sollen beten. Wir sollen nicht so wie die Heuchler sein, die sich draußen hinstellen, die beten, damit die Menschen sie sehen, sondern wir sollen uns verziehen, wir sollen alleine für uns sein und wir sollen beten. Und dann gibt er uns sogar noch das Gebet vor und er sagt, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Das ist unser Gebet. Und gemäß der Didache, wie schon gesagt vorhin, ne, ein Werk aus dem ersten Jahrhundert von den heiligen Aposteln, die Didache sagt, wir sollen dieses Gebet mindestens dreimal am Tag beten. Mindestens dreimal am Tag. Die Heilige Schrift sagt uns, wir haben 7 Tagesgebete. Der heilige Hippolytus von Rom kommentiert das und sagt auch, die Tagesgebete der Christen, ja, der Orthodoxie, sind 7 Stück. Das lesen wir in seinem Werk über die apostolische Tradition. Und deswegen, natürlich, Christus ist uns ein Vorbild. Er zeigt uns, wie man betet. Andersrum könnten wir das auch umdrehen. Wenn ein Muslim uns fragen würde, warum hat denn Jesus gebetet, wenn er doch Gott ist? Wie ist es bei Allah? Als er Muhammad die Surah Al-Fatiha gegeben hat, hat Allah zu sich selber Bismillahirrahmanirrahim gesprochen? Also hat er sich selber angebetet, oder was? Ja. Also das ist ja auch so, dass der Vater zum Sohn betet, ne? Ja, richtig, genau. Lesen wir in Hebräer. Genau, aus Psalm zitiert, ja. Richtig, genau. Deswegen ist das überhaupt gar kein Argument auszuschließen, der Jesus betet, er kann nicht Gott sein, weil er betet. Ja, der Vater betet zu Jesus, ist der jetzt nicht Gott, so. Ja, eben. Genau darum geht es. Wie schon gesagt, Gebet ist ja auch Kommunikation, also passt das.
Das passt auf jeden Fall. Boah, fast 50.000 Likes, ja. Macht noch voll. Boah, gelobt sei Gott, warte. Jetzt 50.000 voll. Alhamdulillah, ja. Dankeschön. Hier kam eine Frage rein, und zwar: Hast du eine Meinung zu Marmar Emanuel, ein Heretiker durch und durch? Ein Nestorianer, ein Irrlehrer, und ich möchte nicht so dieses typische Argument bringen und sagen, okay, er sagt zu Maria nicht Theotokos, doch, er sagt es, damit hat auch Nestorius kein Problem, solange man es richtig gemacht hat und halt eben ausformuliert hat. Aber Marmar Emanuel ist kein normaler Nestorianer, so in Bezug auf die assyrische Kirche des Ostens, sondern er ist sogar von der assyrischen Kirche des Ostens exkommuniziert worden, das heißt, er ist sogar bei den Heretikern ein Heretiker, ja, und hat seine eigene Gemeinde gegründet. Und genau deswegen, also er steht nicht in Kommunion zu der Kirche. Ja, es gibt bestimmt Sachen, die er richtig sagt. Und das ist toll. Ja, also das ist schön für ihn. Aber es ist keine Instanz, auf die wir hören sollten. Es gibt da viel, viel bessere Leute. Beispielsweise Vater Spiridon. Vater Spiridon hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und er spricht sehr, sehr viel über diese Welt und was gerade in dieser Welt falsch läuft und wie wir diese Welt bezwingen können und was wir in Bezug auf unseren Glauben da tun können. Also wenn sich jemand interessiert für Lehre und wie man tagtäglich wortwörtlich mit Gott überlebt, ja, und wie wir am besten zu Gott kommen, schaut euch die Videos vom Vater Spiridon an auf YouTube. Einfach eingeben. Die Videos sind sehr bekannt. Sehr, sehr gesegneter Vater. Auch eine sehr, sehr beruhigende Stimme, gelobt sei Gott. Hier fragt einer, wie heißt der Kanal? Ist ein englischer Kanal. Ich schreibe das mal hier rein. Ja, warte mal, jetzt wieder so. Diese dumme Frage. Warum Vater? Wir haben einen Vater auf Erden und nur einen im Himmel, kein Pfarrer. Okay. Darfst du, Christina, darfst du deinen Vater Vater nennen? Da müsstest du auch sagen, Paulus hat falsch gemacht, weil Paulus sagt in, ich lese mal vor, 1. Korinther 4, sagt Paulus selber mein Kind, Timotheus. Oder nicht nur das, wie nennt denn Christus beispielsweise Abraham? Auch Vater. Vater, aber ich dachte, wir haben nur einen einzigen Vater im Himmel und nicht auf Erden. Machen eigene Tafsir, ja. Genau, und deswegen müssen wir halt auch eben aufpassen, weil gemäß dessen hat Christus sich auch gerade selber widersprochen. Aber das ist eben das Problem, man liest nicht den Kontext. In Bezug auf Christus, wenn Christus sagt, wir haben nur einen einzigen Vater im Himmel, so ist es ja klar, dass er nichts anderes meint als den Monotheismus. Und zwar, dass er sagt, wir haben nur einen einzigen Gott. Ja, aber in Bezug beispielsweise auf die Rolle, die Priester übernehmen, und das war auch deine Frage davor, und zwar, warum nennen wir beispielsweise unsere Priester Otche, also Vater, ist das ganz einfach. Und zwar, der Priester hat für den Gläubigen eine Rolle, genauso wie Christus für die Aposteln eine Rolle hatte. Und zwar beispielsweise in der Belehrung. So wie Christus seine Schafe geweidet hat und so wie Christus auf seine Schafe aufgepasst hat, so hat Christus durch die Aposteln diese Aufgabe weitergegeben. Es ist nicht so, dass Christus einfach da war und dann war er weg und dann wurde alles, was er irgendwie aufgebaut hat, ist alles irgendwie verloren gegangen oder sonst was. Nein, Christus hat eben diese Ehre weitergegeben. Und genau deswegen ist es, dass es so wie Gott unser Vater ist und unsere Stütze, wir auch eine weltliche Stütze haben und auch quasi einen geistigen Vater in dem Sinne, der uns halt in gewissen Entscheidungen mithilft. Denn das ist die Aufgabe des Priesters. Deswegen sagen wir auch zu ihm, dass er unser geistiger Vater ist. Nicht unser biologischer Vater, sondern unser geistiger Vater. Weil er derjenige ist, der uns leiten soll. Weil wenn wir religiöse Fragen haben und beispielsweise keine andere Instanz besitzen, beispielsweise unsere Eltern, die unwissend sind oder sonst was, so gehen wir zu wem? Ja, zum Priester. Und wenn der Priester es sagt, so ist es, das ist sein Rat für dich. Er würde für dich das Beste wollen, genauso wie dein Vater für dich das Beste wollen würde. Und das ist halt eben genau der Grund, warum wir ihn Vater nennen, weil das seine Rolle ist für uns, ein Vater zu sein. Davor kam auch noch eine Frage von der Anna. Ich sehe leider die Frage nicht mehr, aber ich würde sie trotzdem gerne beantworten, und zwar in Bezug auf das Vaterunser. Warum steht im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, wenn Gott doch nur für das Gute verantwortlich ist und nicht möchte, dass wir sündigen? Wenn es ja bedeutet, führe uns nicht in Versuchung, heißt es so einer auf, ja okay, Gott ist doch derjenige, der uns in Versuchung führt. Aber nein, das ist tatsächlich so gemeint, und tatsächlich gibt es dazu sogar von Ort Medien ein YouTube-Video von Priester. Ja, habe ich mir angeguckt.
von Priester Wesselow, von Vater Wesselow, wo er das ja auch erklärt. Und zwar inwiefern das gemeint ist. Und zwar nicht, dass Gott für die Versuchung in dem Falle also quasi sorgt, sondern dass er derjenige ist, der uns von der Versuchung wegtreibt. Das heißt, führe uns nicht in Versuchung bedeutet nicht, dass Gott dafür irgendwie da ist, dass er uns in die Sünde treibt, sondern dass er uns vor der Sünde beschützt, dass er im Grunde genommen eben genau das tut. Und zwar uns diese Aufgaben gibt, die wir im alltäglichen Leben überwinden sollen, aber nicht er derjenige ist, der dafür sorgt, dass wir in die Sünde hineinfallen. Und deswegen führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, und zwar in dem Sinne, dass er nicht dafür sorgt, dass wir fallen, sondern dass wir in ihm bleiben und von dem Bösen erlöst werden. Da kann ich aber tatsächlich nochmal das Video von Vater Wesselow empfehlen. Auf YouTube, der geht das noch mal ein bisschen genauer durch und erklärt auch noch ein bisschen tiefer alles. Also finde ich ganz gut, das Video. Kann ich Ihnen empfehlen. Du machst keine Debatten, ne? Also nee, außer so. Ja. Nee. Gar keine, Bruder. Also wenn Hayat hochkommen will und du mit ihm diskutieren möchtest, kannst du mir machen. Aber ich halte mich auf jeden Fall dann daraus. Ja, ich mache gleich aus. Deswegen war super Stream, ne? Also ich hatte sogar mal 360 Zuschauer, ne? Oh, Bruder, gelobt sei Gott. Heute, oder? Ja, heute, Bruder. Da war auch Isan Bayern und so drin, aber die sind nicht hochgekommen. Krass, gelobt sei Gott, Bruder. Ich weiß da nicht, woher das kommt, ja, weil das ist eigentlich mein Zweitack, ne? Mhm. Ding. Aber, Bruder, ne? Ich bin ja auch in der Gruppe, ne? Weißt du, ich bin da? Auf WhatsApp? Ja, die Gruppe, du weißt doch. Du kannst mich ja markieren, Bruder, dann weißt du auf jeden Fall, wer ich bin. Silvester haben wir, glaube ich, kurz was geschrieben in der Gruppe. Mhm. Von wegen Treffen, weißt du. Bruder, wenn ich dich mal real life sehen könnte, so, wär krass, Digga, sag ich dir ehrlich. Ja, Bruder, also aus welcher Stadt kommst du? Berlin. Ja, ich erinnere mich, ja, Bruder, ich bin auch aus Berlin. Wann willst du dich treffen? Bruder, ich weiß nicht, ja, können wir auf WhatsApp schreiben, ja. Passt, Bruder, schreib. Brauchst du was in Real Life, ja, so einen orthodoxen Bruder. Passt, Bruder. Wo wohnst du genau? Also in welchem Bezirk? Ich schreib dir. Okay, Bruder, passt. Ich glaube, ich weiß sogar, wo du wohnst, hast, glaube ich, geschrieben, aber das sagen wir nicht auf TikTok, ja. Ich wohne in Wedding, Berlin Wedding. Kommt her, ich warte auf euch alle. Wirklich? Ja, okay, dann sage ich auch, ich komme auch aus Wedding. Ja, stark, Bruder, du bist mein Nachbar. Ja. Kommt nach NRW. Ja, Bruder, möge Gott es ermöglichen. Wir haben in NRW viele, viele, viele gesegnete Brüder. Da schreibt schön Gott, okay. Beispielsweise, Bruder, unseren gesegneten Bruder Moses. Der kommt ja auch aus NRW. Sehr, sehr viele Leute. Gerne die Straße. Ich muss vorstellen, ich habe heute auch ein bisschen gegen Islam geschossen. Deswegen das nicht so. Gerne die Straße. Boah, Reinickendorfer Straße 115, komm vorbei. Stell dir mal vor, jetzt denkt wirklich jemand, ich habe meine Adresse gelegt. Wäre absolut lustig. Ich kenne sogar die Straße. Ja. Seid ihr beide serbisch-orthodox? Also. Ich schon. Naja, ich gehöre der russisch-orthodoxen Auslandskirche an, aber ob ich von meiner Abstammung Serbe bin, ja, ich bin Serbe. Ich bin auch in der serbisch-orthodoxen Kirche getauft worden, aber ich besuche die russisch-orthodoxe Auslandskirche. Da wartet schon jemand, Bruder, auf uns. Passt. Kolonie Soldinerstraße. Ja, ist nicht mal weit von mir. Das sind 15 Minuten oder so. Ja. Ich warte. Da komm doch du zu uns. Was ist denn los? Kennst du Marzahnbro? Ja, natürlich. Guck mal, gelobt sei Gott, Bruder. Guck mal, richtig viele Leute aus Berlin. Ehre sei Gott. Ja. Boah, da müssen wir mal zusammen ein Fan-Treffen machen. Machen wir, Bruder. Alle gemeinsam, alle orthodoxen Christen. Dawa, Digga. Dawa treffen. Ayat, du kannst mir ja schreiben, wenn du so Interesse hast zu reden. Ja, noch Yusuf hoch, aber ich mach so in 5 Minuten aus oder so. Aber. Ja, Bruder, kannst du machen. Wenn er nach Wedding kommen möchte, er soll nach Wedding kommen, der regt, Digga, der regt Überraschungseier. Der regt dicke Überraschungseier. Habibi, Kiefer, Kiefer, wie geht's dir, mein Bruder? Bruder, Alhamdulillah, wie geht's dir, mein Bruder? Ehre sei Gott. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Digga, ist es auch bei euch so richtig windig? Ich bin gerade nicht draußen, ja. Alter, die letzten Tage. Ich glaube, Deutschland erlebt jetzt einen Hurricane die nächsten Tage. Ich sag dir ehrlich. Ja, Bruder, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Bruder, ganz ehrlich, ich bin hier in meinen eigenen vier Wänden. Ich bin in meinem Bett, Ehre sei Gott. Neben mir sind meine Bücher. Boah, ich kann mich gar nicht beklagen. Mir geht's super. Bruder, ich hab eine Frage so. Ja. Weil ich bin irgendwie mies verwirrt. Also ich werde auch gleich mit Angelo reden. Weil ich bin irgendwie mies verwirrt. Die letzten Tage, gewiss den Heiligen Geist. Viele sagen, also unter uns orthodoxische Brüder, viele sagen ja, wir können ihn empfangen. Manche sagen nein, wir empfangen die sieben Gaben. Ich bin auch eigentlich der Meinung, dass wir den Heiligen Geist nicht empfangen in der Hypostase, sondern... Nein, tun wir auch nicht. Nee, tun wir auch nicht. Also, guck mal, die allererste Frage ist, wie willst du überhaupt die Hypostase des Heiligen Geistes empfangen, wenn der heilige Johannes von Damaskus sagt, dass Gott unkörperlich ist? Wie soll die Hypostase des Heiligen Geistes irgendwie in dir sein oder sonst was? Also, da ja Gott unkörperlich ist, kann er sich an keinem Orte befinden. Also befindet er sich auch logischerweise nicht wortwörtlich in deinem Körper. Und das ist halt auch eben das, wenn wir sagen, okay, wir empfangen den Heiligen Geist, dann meinen wir nicht wortwörtlich, dass dann so Gott einen Ort in uns findet, das ist so gnostisches Gedankengut, sondern was wir meinen ist, dass wir von seinen Energien, von seinen Gaben erfüllt sind. Kann man alle sieben Gaben bekommen? Wenn du getauft bist, ja. Vorher kann es sein, dass Gott sich natürlich über dich auf irgendeine gewisse Art und Weise erbarmt, dass er dir gewisse Gnadengaben gibt, ja, wie beispielsweise beim heiligen Justin im Märtyrer. Mhm. Der war ja auch nicht getauft und er hat nichtsdestotrotz Christus gefunden, nachdem er im Dialog mit dem Juden Trypho ganz am Anfang, ich glaube in Kapitel 8, mit diesem, wie er sagt, Greis, also mit dem älteren Mann gesprochen hat. Ne? Da war es ja auch so, dass er daraufhin meinte, dass sein Herz für Christus und die Propheten wortwörtlich entbrannte, ja, in Bezug auf die Liebe, die er da gemerkt hat. Und dass er dann angefangen hat, sich eben über diese Leute zu beschäftigen. Und da war es natürlich so, dass er auch eine Gabe empfangen hat, aber natürlich nicht vollständig, weil er noch nicht getauft worden war. So, Alter, ich war die letzten Tage mies verwirrt auf jeden Fall. Der eine sagt ja, kann man, der andere sagt nein, der andere, ja, der andere, Bruder, ich war richtig verwirrt. Also ja, kannst du, aber nicht in der Fülle. Ja. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ja, was ist, wenn ich von Christus nie was gehört habe, kann ich errettet werden? Im Prinzip nein, weil die Heiligen Väter auch beispielsweise sagen, außerhalb der Kirche gibt es keine Errettung. Aber in der Praktik kann es schon möglich sein, einfach nur, wenn wir halt eben sagen, okay, gemäß Römer 2 wird Gott dann dein Herz anders prüfen. Also es ist möglich, aber unwahrscheinlich. Ja. Und genau deswegen müssen wir uns halt eben eines vor Augen haben, und zwar, um errettet zu werden, reicht es nicht einfach nur aus zu sagen, ja, ich glaube auch an Jesus oder sonst was, sondern du musst wirklich ein Leib sein, du musst innerhalb der Orthodoxie sein, so wie die Heiligen Väter es immer geschrieben haben. Amen, Bruder. Und dann ist die Errettung auf jeden Fall nahe. Dann kann sie nicht weit sein, dann brauchst du deinen Lebenswandel und du musst heilig wandeln, so wie auch die heiligen Apostel es beschrieben haben. Aufstehen, Vater unser und danach Jesusgebet, ganz einfach. Ja, aber tatsächlich, das hatten wir auch davor, das Vater unser ist mit einer der schönsten und wichtigsten Gebete. Das ist wirklich ein Muss für jeden Christen, das auswendig zu lernen. Und das Jesusgebet an sich ist ja auch sehr, sehr klein, aber sehr, sehr prachtvoll. Sehr wichtig. Beispielsweise in meiner Kirche, Abu Belgrad, wenn du Bock hast, gehen wir mal zusammen in die Kirche, da gibt's ein schönes Buch, da geht es nur um das noetische Jesusgebet. Wirklich ein ganzes Werk von den Heiligen Vätern und was sie zum Jesusgebet geschrieben haben und warum es so wichtig ist, das tagtäglich zu beten. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Bruder. Gerne, ja. Komm gerne mit, Bruder. Ja. Also von dem her, also vor allem in meiner Gemeinde, ich werde jetzt nicht sagen, in welche ich gehe, ne, aus Sicherheitsgründen, aber Bruder, wer da ist, hat wirklich... so eine unglaubliche Gnade Gottes erlangt, weil der Priester halt wirklich heftig ist, unglaublich, wirklich ein wunderschöner, toller, geistiger Vater, der für die Gläubigen innerhalb der Gemeinde alles tut. Und die Gemeinde ist ja sogar zum größten Teil sogar mittlerweile mit deutschen Konvertiten gefüllt, ne? Auch jüngere Menschen, ältere Menschen. Wir sind sogar so weit, obwohl wir eine russische Auslandskirche sind, dass sogar Teile der Liturgie komplett auf Deutsch sind. Und ich bin ja selber kein Russe. Also,
Ich gehe ja auch deswegen in die Kirche, weil wir haben natürlich auch noch eine deutsch-orthodoxe Gemeinde in Berlin, die Gemeinde des heiligen Isidors. Falls jemand Bock hat, Deutsch ist und, keine Ahnung, Russisch, Serbisch, Bulgarisch, Rumänisch oder sonst irgendetwas nicht sprechen kann, dann kann ich ihm empfehlen, geht da in die Gemeinde des heiligen Isidors in Berlin. Da ist die ganze Liturgie auf Deutsch. Jeden Sonntag, auch unter der Woche. Der Priester ist auch sehr, sehr nett und die Leute, die da sind, sind auch unglaublich nett. Also wenn jemand da Interesse haben sollte, schaut vorbei. Ja, also ich ziehe jetzt auch um nach Berliner Wedding, ne, in Rosenthaler Platz. Ja, ist aber nicht Wedding, aber passt. Ist nicht Wedding. Ist, aber ist doch so ein Name. Mitte. Ja, aber nicht Wedding. Ist das nicht offiziell Wedding? Nein. Auch, es ist auch nicht inoffiziell Wedding, ist gar nicht Wedding. Ach so. Ja. Ja, Bruder, aber ganz kurz, wenn du Rosenthaler Platz lebst, dann musst du halt schon fett Cash haben, ne? Also viel Erfolg dabei. Ja. Na, Rosenthaler? Ich denke, das ist so ein armes Viertel. Nein, das ist neben Alex, Bruder. Zwei Stationen. Neben Alex? Ja. Sag, Alex soll in dir rein. Gott, du weißt, Bruder. Kitab, muss ich gleich wieder mit dir auf WhatsApp schimpfen, oder was? Sorry. Kriegst gleich Ansage, warte ab. Egal, Bruder, Gott vergebe uns, Bruder. Ja. Ist doch nur ein bisschen Spaß und so, Jungs, ihr wisst doch. Guck mal hier. Apropos Berlin, ne? Warte ganz kurz, Bruder, hier sagt der Christ, die letzten Schreie der Christen, weil sie merken, dass der Islam immer mehr wächst. Wo wächst denn der Islam? Meinst du hier in Berlin, wo 90% der Muslime feiern gehen, Gelatine essen, Alkohol trinken oder sonst wo, dass der Islam passt? Also sorry, das sind also die Leute, die zum Islam konvertieren, sind meistens naive Mädchen, ja, die einen Ausländer als Freund haben, einen Araber oder einen Türken, die sich dann weiterhin, trotz dessen, dass sie angeblich Muslime sind, sich halbnackt in der Öffentlichkeit zeigen. Also wenn das die Muslime sind, sorry. Dann ja, okay, dann der Islam wächst unglaublich groß. Wow, Hammer, wir haben ja so eine Angst. Schau dir mal beispielsweise den prozentualen Wachstum der Orthodoxie im Westen an. Die Orthodoxie ist die zurzeit am stärksten wachsende Religion prozentual gesehen. In der USA gibt es keine Religion, die stärker wächst als die Orthodoxie. Die USA ist einer der größten Länder, die es überhaupt weltweit gibt. Und das muss schon was bedeuten, ne? Wenn wir hier von Prozentzahlen reden. Und auch allgemein weltweit ist gerade so. Also, ich will nicht pushen oder sonst was, aber tatsächlich ist es so, dass sogar die größten TikToker, die es zurzeit gibt, alle auf dem Weg in Bezug auf die Orthodoxie sind. Und das soll jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Herausforderung an alle sein, ja, konvertiert die oder sonst was. Aber Christus sagt, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Und gelobt sei Gott, die Früchte der Orthodoxie sind die besten weltweit. Und ich denke, dass ein Hassan irgendwo aus Deutschland damit definitiv nicht mithalten wird. Nach den Skandalen der Kirche hat die halbe Welt das Christentum verlassen. Ja, nach den Skandalen der römisch-katholischen Kirche und der Protestanten, richtig. Aber da sind wir nicht, ne? Das ist genauso, als würde ich sagen, ja, nach den ganzen Schurfesten der Schiiten, nachdem sie sich überall auf den Straßen blutig geschlagen haben, TikTok sportlich, haben die Hälfte der Muslime den Islam verlassen. Und da wirst du ja sagen, aber die Schiiten, das sind doch keine Muslime. Oder andersrum, vielleicht bist du auch ein Schiit und dann sagst du, ja, die Sunniten sind keine Muslime. Guck mal, wir drehen den Spieß rum. Das Gleiche sagen wir auch über Protestanten und die angeblichen römischen Katholiken. Also was ist das für ein dummes Argument? Außerdem, wie ist der Islam die weltwachsendste Religion aktuell? Wenn man die Quelle, die diese Muslime da haben, mal richtig betrachtet, das ist wegen SEX, weil die einfach 4 Frauen haben, ja nee, die machen 8 Kinder, Junge. Oder Paradies, da geht's ab. Ja. Dann sagt er, ja, aber haben die Muslime ja nicht, weil sie überzeugt sind vom Islam. Wirklich, tatsächlich ist es so, dass knapp 70% aller islamischen Konvertiten, dazu gibt es sogar ein paar Studien, nach 3 bis 4 Jahren direkt wieder von der Religion abfallen. Ich habe sogar selber dafür gesorgt, dass ich einen Bruder zurück in das Christentum geholt habe, nachdem er 4 Jahre lang Muslim war. Also, das ist tatsächlich interessant, wenn du sagst, ja okay, die ganzen Konvertiten und so weiter und so fort. Wo sind denn die Konvertiten? Ich sehe sie nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich lebe in Wedding, in Berlin-Wedding.
Wenn du mir aus Wedding einen richtigen Muslim hervorbringen kannst, der wirklich auch alle seine Tagesgebete einhält, der sich nach der Sunna hält und so weiter und so fort, oder dann werde ich dir einen schönen Applaus geben. Tatsächlich. Naja, Jungs, ich muss auf jeden Fall aber jetzt auch weiterzecken. Mein Vater kommt da jetzt. Ich wünsche euch alle auf jeden Fall zahlreichen Gottes Segen. Pass auf euch auf, Jungs, und Gottes Segen, Habibi. Schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao. Schönen Tag, Bruder. Das ist unglaublich. Was für eine Respektlosigkeit von diesem Hassan. Und dann ist sein einziges Argument, ja, mach deine Augen auf, dann siehst du die Konvertiten. Ich mache seit knapp 6,5 Jahren meine Augen die ganze Zeit auf. In der Zeit, wo ich selber Muslim werden wollte, habe ich meine Augen aufgemacht. In der Zeit, in der ich jetzt orthodox bin, sind meine Augen genauso geöffnet. Ich sehe da nicht viel. Ich sehe da echt nicht viel. Also Hassan, kannst du ja nächstes Mal gerne wieder versuchen. Auf jeden Fall. Abu Belgrad, mein Bruder. Ich werde mich verabschieden. Ich werde offline gehen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und in der Ewigkeit. Amen. Ich würde mir gerne wünschen, dass ich einigen von euch geholfen habe, egal ob es jetzt in Bezug auf Lehre oder Fragen oder sonst irgendwas war. Vergisst nicht zu beten. Ja, Gott segne euch. Und vergisst nicht, Deutschland wird orthodox werden. Ich bin alleine, ja? Ja. Dann, wenn die rausgegangen sind, ich war kurz weg, deswegen. Ja, war ein guter Stream. Ja, nee, ich habe 24.000 Gesamtaufrufe, 171 Follower und so. Also, schon Hammer. 360 Zuschauer auch so gehabt. Deswegen, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. War sehr, sehr gesegneter und guter Stream. Ja. Dankeschön, ja. Hätte ich auch nicht erwartet. Das war unten oder so. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich Abschiedsrede halten oder so. Auf jeden Fall, ihr habt ja die Worte gehört. Von Otto, Shahada und Yusuf am Ende. Hört auf die, die haben Otto, Shahada auf jeden Fall Wissen. Und gar kein Problem, Goku. Otto Schade hat auf jeden Fall Wissen. Also wenn er es sagt, dann hört ihr drauf. Ja. Deswegen, Gott segne euch alle. Die Worte habt ihr gehört. Ja. Bis dann. Vielleicht streame ich morgen wieder. Ich muss gucken. Ich glaube schon, weil der Stream halt super lief. Ne? Weil der Stream halt super lief, streame ich morgen wahrscheinlich auch wieder. Ihr seht ja, ja nee, ich könnte weiter streamen. Es kommen die ganze Zeit Leute rein wegen 60.000 Likes. Ja nee, ich kann eigentlich weiter streamen. Ich muss nichts machen, die kommen alle. Aber egal. Irgendwann ist Schluss. Morgen streame ich wahrscheinlich wieder. Aber 80 Leuten aufhören, das ist schon hart. Aber egal. Gottes Segen an alle. Ciao.